Auf die Frage, wer Amerika als Erster entdeckt hat, erhält man meist die Antwort Christoph Kolumbus. Über Jahrhunderte hinweg stand es so in den Geschichtsbüchern. Doch diese lagen falsch. Bei einer Reise in die Vergangenheit finden sich Geschichten von Entdeckern, die tausende Jahre zuvor auf die neue Welt stießen. Auf einer Karte wirken ihre Seefahrtswege wie eine Invasion, deren Beginn nicht nur vor Christoph Kolumbus, sondern sogar vor Christi Geburt liegt. Es ist schwer zu verstehen, warum die Menschen so sehr auf Kolumbus als Entdecker Amerikas fixiert sind. Reisen über den Pazifik oder den Atlantik waren in der Vergangenheit nicht so schwer, wie man meint. Menschen sind von Natur aus rastlos und wissbegierig. Nun werden die Schiffe von damals nachgebaut, alte Schifffahrtswege untersucht und Artefakte und Blutproben analysiert, um eines der größten Geheimnisse der Menschheitsgeschichte zu lüften. Wer waren die wahren Entdecker Amerikas? Jedes Schulkind kennt Kolumbus als Entdecker Amerikas, der neuen Welt. Diese Behauptung wird nun hinterfragt. Neuere Indizien legen nahe, dass Amerika schon lange vor Kolumbus Zeit eine Art großer Durchgangsbahnhof war. Die Vorstellung, Kolumbus habe die neue Welt entdeckt, ist ein Mythos wie viele andere. Daran zu zweifeln ist, als sage jemand, die Erde sei eine Scheibe. Es besteht kein Zweifel, dass das Land zu Zeiten Kolumbus bereits von Ureinwohnern bevölkert war. Die Beringia-Landbrückentheorie besagt, dass deren Vorfahren vor etwa 14.000 Jahren während der letzten Eiszeit über eine Landbrücke von Asien nach Nordamerika kamen. Kolumbus erntete die Anerkennung für die Entdeckung der neuen Welt nur, weil sie nach Meinung der Europäer reif zur Erschließung war. Kolumbus läutete eine neue Ära wirtschaftlicher Ausbeutung ein. In der Folge entstanden dank der Lieferungen aus der neuen Welt neue Märkte in Europa. In der Heimat wurde Kolumbus für seinen Erfolg bewundert und Historiker schrieben ihm die Entdeckung Amerikas zu. Aber heute wird die Geschichte neu betrachtet, angefangen auf der anderen Seite der Erde. China im Jahre 1421, 71 Jahre vor Christoph Kolumbus. Die Azteken kontrollieren Zentralamerika. Und Jeanne d'Arc wird französische Heere bald im Hundertjährigen Krieg anführen. In China regiert die Ming-Dynastie. Unter Kaiser Zhu Di errichtet Admiral Zheng He eine beeindruckende Schiffsflotte. Die Chinesen waren um 1400 die größte Seemacht der Welt. Sie hatten eine Flotte beeindruckender und prachtvoller Schiffe. Diese Schiffe waren aufgrund ihrer Schottbauweise praktisch unsinkbar. Die größten Schiffe von Zheng He sollen 120 Meter lang und für 1400 Tonnen Fracht sowie eine 500-köpfige Besatzung ausgelegt gewesen sein. Dank eines Gefolges dutzender kleinerer Versorgungsschiffe wirkten sie noch eindrucksvoller. In den Schiffsrümpfen wurden Hühner gehalten und lebende Fische. In Behältern wuchsen Reis- und Bohnensprösslinge voller Vitamine. Hätten sie es gewollt, sie hätten überall hinfahren können. Bewiesenermaßen reiste Zheng He mit seiner Flotte vom chinesischen Nanjing aus nach Sumatra, Indien, Iran und an die Küste Afrikas, um Außenbeziehungen aufzubauen und Handel zu treiben. Warum aber hätte er nicht weiter segeln sollen? Diese seltsam anmutende Karte des berühmten Kartografen Fra Mauro von 1459 könnte belegen, dass die Fahrten viel weiter gingen. Das auf der Karte der Atlantik abgebildet ist, sagt mir, dass die Chinesen lange vor Kolumbus Afrika umsegelten. Die Karte mag uns verkehrt herum erscheinen, aber sie zeigt deutlich eine chinesische Dschunke, die um das Jahr 1420 die Südspitze Afrikas umsegelt. Das Schiff soll 4 Masten gehabt haben und der Kurs mit Hilfe von Sonne und Sternen durch einen Astrologen bestimmt worden sein. Diese Beschreibung kommt den Schiffen von Zheng He sehr nahe. Ein Nachbau ist im chinesischen Nanjing zu sehen, wo Zheng He damals in See stach. Aus Aufzeichnungen geht hervor, dass er über die ganze Welt nach Amerika und Afrika geschickt wurde. Laut Karte segelte das Schiff 3200 Kilometer auf den Atlantik hinaus. Wohin ist nicht vermerkt.
Doch könnte Jing He in seinen Berichten über die Entdeckung Amerikas geschrieben haben? Wir legten mehr als 100.000 Li über gewaltige Wasserflächen zurück und in weiter Ferne sichteten wir barbarische Gefilde. 100.000 Li entsprechen 50.000 Kilometern. In etwa die Strecke von Nanjing nach Amerika und zurück. Schriftsteller Gavin Menzies zufolge finden sich Hinweise auf die Fahrt vor Bimini, einer Inselgruppe der Bahamas. Jemand war vor sehr langer Zeit dort und baute etwas. Meiner Meinung nach eine Anlegestelle und eine Helling. Auf 800 Metern Länge sind Kalksteinblöcke unter Wasser aneinandergereiht. Diese Anordnung trägt den Namen Bimini Road. Die meisten Geologen gehen von einer zufälligen Formation durch Mutter Natur aus. Gavin Menzies vermutet jedoch, dass die Chinesen hier eine Art Trockendock bauten, um ihre Schiffe zu reparieren. Ließe man 100 Menschen über diese Formation schwimmen, würden sicher 99 sagen, dass sie von Menschen geschaffen wurde. Auch wenn ich völlig daneben läge, würde es aufgrund der vielen anderen Hinweise keinen Unterschied machen. Es scheint, als gäbe es Beweise dafür, dass Zheng He bereits vor 1421 nach Amerika segelte. Ich war mir sicher, dass man eines Tages eine vollständige Karte der Welt entdecken würde. Eine chinesische Karte. Und das hat man. Sie stellt die ganze Welt exakt dar. Diese Karte ist das Ergebnis der Reisen Zheng He's zu den Barbaren. Die Person, die 1763 diese Karte anfertigte, vermerkte darauf, sie sei eine Kopie einer Karte von 1418. Chinesische Aufzeichnungen belegen, dass Zheng He und seine Flotte damals bereits bis nach Afrika gelangten. Dies wäre die allererste Weltkarte. Herkunft und Echtheit sind noch ungeklärt. Doch sie kann nur von einem erfahrenen Navigator stammen. Jemandem, der die amerikanische Küste entlang reiste. Die Chinesen konnten die Positionen der Sterne und Planeten von Sonne und Mond vorhersagen. Sie konnten mühelos exakt vorhersagen, wann sie wo auf- oder untergehen würden. Zheng He navigierte mit Hilfe astronomischer Beobachtungen. Ist es denkbar, dass ein buddhistischer Mönch mit derselben Technik bereits 1000 Jahre früher nach Amerika reiste? China im Jahr 455 nach Christus, 1037 Jahre vor Christoph Kolumbus. In Europa verschwinden nach Attilas Tod die Hunnen von der politischen Landkarte. Und in der Wüste in Peru entstehen mysteriöse Scharbilder, die Nazca-Linien. In China sticht ein buddhistischer Missionar namens Hui Shen in See. Er segelt zu einem Land, das er Fusang nennt. Einige halten es für Amerika. Nach seiner Rückkehr beschreibt Hui Shen das Land sehr ausführlich. Seine Angaben über Pflanzen und Menschen lassen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Mexiko schließen. Im Buch von Liang ist verzeichnet, dass Hui Shen 20.000 Li, also 10.000 Kilometer, über das Meer segelte. In etwa die Entfernung zwischen China und Kalifornien. Für das Jahr 455 nach Christus war das eine gewaltige Distanz. Doch mit Hilfe der Meeresströmungen wäre sie überwindbar gewesen. In den westlichen Teilen der Ozeane und am Äquator gibt es starke Strömungen. Bereits in der Antike machten Seefahrer sie sich zunutze. Dr. Peter Nieler ist Experte auf dem Gebiet der Meeresströmungen. Er hat die heute gebräuchlichen Driftkörper mitentwickelt. Dieser Teil treibt an der Wasseroberfläche und kommuniziert mit einem Satelliten. Dieser Teil hier ist ein ausziehbarer Schlauch. Dieser befindet sich in 14 Meter Tiefe und nimmt die Strömungen auf. Diese Informationen werden an den Schwimmkörper übertragen und weiter an einen Satelliten. Heutzutage schwimmen rund 1300 dieser Driftkörper in den Weltmeeren. Sie liefern genaue Daten über Strömungen und Phänomene wie die Göhren, ozeanische Wirbel, in denen sich Müll sammelt, die aber auch Schiffen zum Antrieb dienen. Erstmals werden nun Driftkörper zur Ermittlung des wahren Entdeckers Amerikas eingesetzt.
Dr. Nikolai Maximenko ist ein physikalischer Ozeanograf, der mit Nilas Driftkörpern die wahrscheinlichsten Schifffahrtswege der Seemänner berechnen will, die Amerika vor Kolumbus entdeckt haben sollen. Seemänner wie Hui Shen. Maximenko zufolge wäre dieser 270 Tage lang unterwegs gewesen. Die schnellsten Routen sehen wir hier. Das ist die von China nach Kalifornien und diese zurück von Kalifornien nach China. Falls der chinesische Seemann diese Route wählte, konnte er die Meeresströmungen optimal nutzen. Möglicherweise gibt es handfeste Beweise für die Fahrt. In der Nähe von Los Angeles. Wir fanden diese Steine und ich fragte mich, wie die perfekten Löcher darin wohl entstanden sind. 1972 tauchte Bob Maestro vor der Halbinsel Palos Verdes, 80 Kilometer von Los Angeles entfernt. Dabei entdeckte er ungewöhnliche Steine auf dem Meeresboden. Das Rätsel will ich lösen, bevor ich sterbe. Welches Geheimnis bergen diese Steine? Könnten sie beweisen, dass Hui Shen vor 1500 Jahren nach Amerika segelte? Wissenschaftler versuchen, diese und weitere Fragen zu beantworten. Kam hier 1170 ein Prinz an? Oder 600 vor Christus ein Prophet? War Mobile im US-Bundesstaat Alabama eine antike Hafenstadt? Und entdeckte ein anderer die neue Welt, mehr als 20.000 Jahre vor Christoph Kolumbus? Am Meeresboden gilt es, ein Rätsel zu lösen. Diese großen, runden Steine, teilweise weit über 100 Kilogramm schwer, sehen den Steinankern chinesischer Schiffe aus der Zeit Christi auffallend ähnlich. Bob Maestro, begeisterter Taucher und Mitbegründer des Sportausstatters Bodyglove, entdeckte die Steine 1972. Ich hoffe, dass wir das Geheimnis der Steine noch zu meinen Lebzeiten lüften, deshalb bin ich hier. Dies sind einige Ankersteine. Das ist der Originalstein, den ich fand. Er wiegt 130 Kilogramm. Wir brachten ihn an Land und fanden noch 35 bis 40 weitere Steine. Die Steine von Palos Verdes, die Maestral-Steine, sind zweifelsohne verschiedene Ankerformen, und zwar Gewichtsanker sowie Patentanker. Mithilfe der sogenannten lithologischen Analyse untersuchte Archäologe Larry Pearson als einer der ersten die Steine. Dabei werden Mikrofossilien von bekannten Quellen mit denen in den Gesteinsproben der Anker verglichen. Wir versuchten, die Herkunftsorte der Steine zu bestimmen. Die Analysen ergaben, dass die Steine von der chinesischen Küste stammen. Dieses Ergebnis hat uns nicht überrascht. Die Art der Anker geht auf eine sehr frühe Periode zurück, vielleicht sogar bis auf die Han-Dynastie, um die Zeit Christi. Anker, ähnlich den Steinen, die Maestral entdeckte, wurden jedoch nicht nur zu Lebzeiten Hui Shens verwendet, sondern auch bei chinesischen Junken des 19. Jahrhunderts. Dank der forensischen Petrographie lässt sich nun möglicherweise herausfinden, ob diese Steine tatsächlich antike chinesische Anker sind. Forensische Petrographen wie Scott Walter nehmen praktisch Autopsien an Steinen vor. Hoffentlich kommen wir zu einem Ergebnis. Wir werden sie analysieren. Wir ankern hier und versuchen, einige der Steinanker zu finden. Ray Ortiz hat die Steine bereits gesehen und gefilmt. Doch in den letzten Jahren wuchs hier immer mehr Seetang. Daher bleibt abzuwarten, ob er einen Anker finden kann. Wir suchen nach Steinen mit Löchern, durch die die Seile zur Befestigung liefen. Skeptiker halten daran fest, dass die Löcher in den Steinen natürlichen Ursprungs sind und möglicherweise durch Seeigel entstanden. Manche Leute behaupten, Seeigel hätten die Löcher verursacht. Das stammt nicht von einem Seeigel, so etwas schon. Seeigel werden etwa 100 Jahre alt, aber tiefer als so kommen sie nicht. Ich habe nicht den geringsten Zweifel, dass die Steine von Palos Verdes chinesische Anker sind. Doch wie alt sind sie? Ortiz taucht in die Tiefe. Der Ozean ist wegen eines Sturms noch aufgewühlt.
Zusätzlich wird der Tauchgang durch den starken Seetangbewuchs erschwert. Man könnte jetzt nicht mal mit Scheinwerfern etwas finden. Es ist stockfinster da unten. Glaubst du, ein zweiter Versuch lohnt sich? Der Seegang ist sehr stark und der Boden aufgewühlt. Heute gibt es leider keinen Anker. Eine Enttäuschung. Scott Walter wird stattdessen einen bereits geborgenen Originalanker untersuchen. Das ist eine der Proben des Ankers. Das hier ist die Außenseite des Ankers. Und diese gebogene Fläche ist die Innenseite. Der Stein ist ein Dolomit. Schalen darin lassen darauf schließen, dass die kleinen Löcher von Meerestieren stammen. Wer oder was das innere Loch verursacht hat, ist dagegen unklar. Ich sehe nichts, das definitiv auf Einwirkung durch den Menschen hindeutet. Es gibt kein Verwitterungsprofil, daher kann ich nichts über das Alter sagen. Ich kann nur annehmen, dass die Steine von Menschen bearbeitet wurden. Es gibt aber keine sichtbaren Hinweise. Dass die Natur dafür verantwortlich ist, kann ich mir nicht vorstellen. Schließlich gibt es Dutzende dieser Steine in einem Bereich, wo sie eigentlich nicht vorkommen. Daher gehe ich davon aus, dass Menschen im Spiel waren. Da müsste erst einmal jemand das Gegenteil beweisen. Von Menschenhand geformt oder nicht, dem nautischen Archäologen Delgado zufolge, können die Anker nicht aus dem 5. Jahrhundert stammen. Zu der Zeit, als Hui Shens Reisen stattgefunden haben sollen, könnte er nur an Bord eines arabischen Schiffes mit in die neue Welt gesegelt sein. Die Chinesen bauten damals majestätische Schiffe, die für die Fahrt auf Flüssen ausgelegt waren, nicht für das Meer. Die Araber waren damals die großen Seefahrer. Und auf einem arabischen Schiff wären sicher keine chinesischen Anker zu finden. Die arabische Dhow ist ein langes, schlankes Holzschiff mit Lateinersegeln, die sehr beweglich sind und den Wind besser einfangen können. Mit diesen Schiffen kann man schnell wenden, an der Küste entlang fahren und große Strecken zurücklegen. Die Dhowen erreichten Geschwindigkeiten von 8 bis 9 Knoten und befuhren den Indischen Ozean ab dem Mittelalter. Falls es sich hierbei also um chinesische Schiffsanker handelt und sie nicht von Hui Shens Reisen stammen, woher dann? Die Steine von Palos Verdes haben wahrscheinlich chinesische Fischerboote im 19. Jahrhundert verloren. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts fischten eingewanderte Chinesen mit ihren Junken vor der Küste Kaliforniens. Möglicherweise eine einleuchtende Erklärung für die dutzenden kringelförmigen Steine auf dem Meeresboden. Es gibt Beweise für und gegen die Theorie, dass die Chinesen vor Kolumbus in der neuen Welt waren. Aber die Suche nach dem wahren Entdecker führt noch weiter zurück. Überall in Amerika finden sich Hinweise darauf, dass die Kolonisation nicht vor Hunderten, sondern Tausenden Jahren begann. An beiden Küsten. Es stellen sich Fragen wie, wer kam, wer ging und wer blieb letztendlich? Wales im Jahr 1150 nach Christus, 342 Jahre vor Kolumbus. In Kambodscha wird die Tempelanlage von Angkor Wat fertiggestellt. In Paris die Sorbonne gegründet. In Snowdonia in Wales kommt Prinz Madoc Aberwayne Gwynedd zur Welt. Der Legende nach stach er mit 20 Jahren von Rose-on-Sea in See, um eigenes Land zu erobern. Die Legende, dass er nach Amerika segelte, hat ihren Ursprung in der Mythologie. Sie wurde von Generation zu Generation weitergegeben. Ein Großteil der walisischen Poesie, die vor der Zeit von Kolumbus darauf Bezug nimmt, enthält keine Hinweise, dass Madoc speziell nach Amerika segelte. Die Menschen wussten damals nichts von Amerika. Madoc war für sie ein tollkühner Seefahrer, der eine lange Strecke zurücklegte. Dass Madoc Amerika entdeckte, wurde erst Mitte des 16. Jahrhunderts Teil der Legende. Als Königin Elizabeth I. zu beweisen versuchte,
dass die Briten vor den Spaniern in Amerika waren. Bei der Überlieferung von Geschichten über Generationen wird gerne mal etwas ausgeschmückt oder geändert. So behaupten heutzutage sogar einige, Maddox sei mit einer Gruppe von Kolonisten im Jahr 1170 auf der Gwenangorn in See gestochen und bis zur Mobile Bay im heutigen US-Bundesstaat Alabama gesegelt. Falls Maddox diese Reise unternommen hat, dann wahrscheinlich mit einem angelsächsischen Schiff, das ähnlich robust gebaut war wie die Drachenschiffe der Wikinger. Angelsächsische Schiffe waren Klinker gebaut, bestanden also aus schweren, überlappenden Holzplanken. Der Legende nach soll Maddox Hirschhorn als Nägel verwendet haben. Eisennieten wären jedoch konventioneller gewesen. Sein Schiff hätte über ein Steuerruder und etwa 15 Paar Dollen mit 30 Rudern verfügt, um ungünstigen Winden zu trotzen. In den 1950er Jahren ließ die Frauenvereinigung Töchter der amerikanischen Revolution in Mobile eine Gedenktafel anbringen, um an die Entdeckung Amerikas durch Maddox zu erinnern. Diese wurde jedoch wieder entfernt, zum Kummer der Alabama Welsh Association. Wir wollen Christoph Kolumbus die Entdeckung Amerikas 1492 nicht streitig machen. Aber wir wollen auch unser kulturelles Erbe kennen. Sie marschierten am Alabama River landeinwärts und am Coosa River entlang, bis zu dem DeSoto Falls. Hier bauten die Waliser eine Festung. Diese halb eingegrabenen Steine über den sogenannten Welsh Caves sind die einzigen Überreste der angeblichen Festung Maddox. Die Anhänger der Maddox-Theorie behaupten, der Grundriss ähnle dem des Dolvidellan Castle, Maddox angenommener Geburtsstätte. Ein Vergleich ist heute nicht mehr möglich. Die Reste der Burg gingen wohl im Fundament der neuen verloren. Dolvidellan wurde umgebaut, was einen Vergleich unmöglich macht. Außerdem bestehen Zweifel daran, ob Maddox überhaupt in Dolvidellan geboren wurde. Es gibt weder einen Beweis noch eine Legende, dass Maddox in Dolvidellan geboren wurde. Sein Neffe Llewellyn ap Iorwerth soll hier geboren sein, aber sicher nicht in dieser Burg. Er hat sie selbst erbaut. Falls er hier zur Welt kam, dann in einem kleinen Turm, der sich auf diesem Hügel in der Talsohle befand. Einige schreiben Maddox auch diese Stätte in Fort Mountain im US-Bundesstaat Georgia zu. Legenden der Cherokee zufolge wurde sie von Menschen mit blonden Haaren und großen Augen erbaut. Archäologen sind sich jedoch einig, dass sie von den Cherokee selbst stammt. Ob Maddox mit ihnen in Kontakt trat, ist unklar. Mit einem anderen Stamm wird seine Gruppe jedoch öfter in Verbindung gebracht. Sie sollen sich dem Stamm der Mandan angeschlossen haben. Die Mandan haben ihre Ursprünge im Ohio River Valley. Falls Maddox mit seiner Gruppe von Fort Mountain in Georgia aus in nordwestlicher Richtung weiterzog, könnte er auf den Stamm getroffen sein. Der Maler George Catlin, der eine Zeit lang mit den Mandan lebte, vermutete sogar, sie hätten sich vermischt. Bei der Porträtmalerei fielen ihm die europäischen Gesichtszüge der Menschen auf. Zudem bemerkte er Gemeinsamkeiten der Boote von Mandan und Walisern. George Catlin malte Bilder, auf denen Boote zu sehen waren, die dem walisischen Coracle stark ähnelten. Die Legende von den walisischen Indianern war bereits verbreitet, bevor Catlin 1833 mit ihnen lebte und sie malte. US-Präsident Thomas Jefferson hatte schon 30 Jahre zuvor von ihnen gehört und beauftragte die Lewis und Clark-Expedition 1804, bei der Erkundung des aus dem Louisiana-Landkauf gewonnenen Gebiets nach ihnen Ausschau zu halten. Diese Indianer sollten sogar walisisch sprechen. Falls Maddox und seine Männer sich mit den Mandan vermischten, ist es denkbar, dass sich dies in der Sprache niedergeschlagen hat. Einige Wörter weisen Ähnlichkeiten auf. In Mandan bedeutet das Wort Ti Haus. Das walisische Wort Ti bedeutet dasselbe. Das allein ist für Linguisten jedoch nicht ausreichend. Es gibt keinen linguistischen Beweis, obwohl manche dies behaupten. Ich habe das verfügbare Material analysiert. Es ist eher fadenscheinig. Ein DNA-Test von Mandan-Blut hätte zwar Aufschluss geben können, ob es eine Verbindung zu den Walisern gibt, doch dies ist nicht realisierbar. 1837 raffte eine Pockenepidemie bis auf 150 alle der damals 1600 Stammesmitglieder dahin. Heute existieren die Mandan als eigenständiger Stamm nicht mehr.
Letzten Endes scheint es also keinen Beweis zu geben, dass Madoc in Amerika war. Doch nicht nur diese Zweifel untergraben die Theorie, auch die Gezeiten selbst. Die Route ist ziemlich unwahrscheinlich. Bei unserem Modell wird deutlich, dass es für langsam fahrende Schiffe fast unmöglich ist, zwischen Florida und Kuba westwärts zu fahren. Das Driftmodell zeigt, dass Prinz Madoc große Probleme gehabt hätte, den Anlegepunkt in der Mobile Bay zu erreichen. Ein Schiff wie die Gwen & Gorn hätte den starken Golfstrom zwischen der Südspitze Floridas und Kuba kaum überwinden können. Demnach hätte Madoc Puerto Rico, Jamaika und die Cayman-Inseln umfahren müssen, um in den Golf von Mexiko zu gelangen. Das hätte die Reise wesentlich verzögert. Die Reise von Wales nach Mobile hätte dann mindestens 300 Tage gedauert. 300 Tage für die einfache Strecke. Der Legende nach soll Madoc sogar zweimal nach Amerika gesegelt sein. Es gibt keinen archäologischen oder sonstigen Beweis, der diesen Teil der Geschichte bestätigt. Heutzutage halten die meisten Archäologen die Madoc-Theorie für eine Legende. Wir Archäologen in den USA versuchen, diese Theorien als falsch zu entlarven. Schließlich gibt es keine glaubwürdigen wissenschaftlich fundierten Beweise dafür. Terry Jones hat sich jahrelang mit einer Theorie beschäftigt, die seiner Meinung nach einer Entdeckung vor Kolumbus sehr viel näher kommt. Obwohl sie mehr Fürsprecher in der Wissenschaft hat, stellt sie trotzdem ein Karriererisiko dar. In den ersten zwei Jahren sprachen wir in der Öffentlichkeit gar nicht darüber. Auf der anderen Seite des Pazifiks entsteht im Jahr 1000 eine neue Gruppe, die Anspruch auf die Entdeckung Amerikas erheben könnte. Im Nordatlantik macht sich unterdessen einer der legendärsten Seefahrer aller Zeiten auf den Weg gen Westen. Polynesien, im Jahr 1000 nach Christus, 492 Jahre vor Christoph Kolumbus. In China wird das Schießpulver erfunden. Und im Nordatlantik unternimmt der Wikinger Leif Erikson eine bedeutende Reise. In Polynesien haben Entdecker die Marquesas und die Hawaii-Inseln besiedelt. Sind diese mit Hilfe der Sterne auch nach Süd- und Nordamerika gesegelt? Die Polynesier waren sehr erfahrene Seefahrer. Wir wissen, dass sie zu allen Inseln im Pazifik segelten und das in kürzester Zeit. Polynesien erstreckt sich über eine Wasserfläche von mehr als 18 Millionen Quadratkilometern, 50 Mal so groß wie Deutschland. Es besteht aus weit über 1000 Inseln. Bis zum Jahr 1380 nach Christus hatten polynesische Seefahrer sie alle entdeckt und kolonisiert. Polynesien ist die größte Kulturregion der Welt, größer als Russland. Die Wasserfläche übersteigt die Landfläche um ein Vielfaches. Ich bin überzeugt, dass die Polynesier damals als erste den größten Ozean der Erde besegelten und erforschten. Kaum jemand weiß, wer in der Seefahrtsgeschichte die besten Navigatoren mit dem geeignetsten Schiff waren. Die Polynesier mit ihrem Hochseekanu. Das polynesische Kanu oder Te Puke war gut 20 Meter lang. Der Doppelrumpf bestand aus Stämmen der Koa-Akazie, die mit der Dechsel, einem traditionellen Werkzeug, ausgehöhlt wurden. Teilweise wurden auch kleine Holzplanken zusammengebunden. Die Krebsscherensegel wurden aus Lauhala-Blättern geflochten. Knapp 500 Meter handgedrehter Kokosnussfasern dienten als Tauwerk. Dank unserer intensiven Recherchen kommt die Hokulea hinsichtlich ihrer Konstruktion dem Hochseekanu, mit dem damals Polynesien erforscht und kolonisiert wurde, wohl sehr nahe. Das ist die Hokulea, erbaut auf der Basis von Originaldokumenten. Das Segel und einiges andere sind modern. Die Rumpfkonstruktion ist jedoch die gleiche. Als die Hokulea gebaut wurde, gab es kein anderes Hochseekanu. Der Nachbau basiert auf moderner Wissenschaft sowie kultureller und mündlicher Überlieferung. Die polynesische Kanu-Reisegesellschaft ließ die Hokulea in den 1970er Jahren zu Wasser, um zu untersuchen, ob Polynesien von den Inka aus Südamerika in Ost-West-Richtung besiedelt wurde.
Diese Theorie wurde in den 1940ern erstmals vom Abenteurer Thor Heyerdahl aufgestellt. Er führte Steinstatuen wie auf der Osterinsel auf die Inka zurück. Um zu beweisen, dass diese Reise möglich war, baute er ein Floß, das Kon-Tiki, und segelte 1947 von Südamerika bis zum polynesischen Tuamotu-Archipel. Trotz des Erfolges wiesen Wissenschaftler seine Theorie zurück. Die indigenen Völker Südamerikas sind weder für hochseetüchtige Kanus noch für ihre Fähigkeiten als Seefahrer bekannt. Es ist also wahrscheinlicher, dass die Polynesier nach Südamerika gelangten. Die Polynesier konnten von Insel zu Insel über den Pazifik segeln. Als Proviant nahmen sie Pflanzen und Hühner mit. Letztere brachten sie möglicherweise nach Südamerika. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Hühner von Polynesien nach Südamerika gelangten. In Chile fand man interessante Hühnerknochen. Als diese Knochen mit polynesischen Merkmalen in Südamerika ausgegraben wurden, waren sie sofort umstritten. Viele Wissenschaftler nahmen ursprünglich an, dass spanische Entdecker das Huhn im 16. Jahrhundert in Südamerika einführten. Die Radiokohlenstoffdatierung sollte jedoch das Gegenteil beweisen. Die Knochen sind präkolumbisch. Die Polynesier segelten nach Südamerika, ließen wahrscheinlich ein paar Hühner da, nahmen die Süßkartoffel mit und machten sich auf die Heimreise. Süßkartoffeln kommen ursprünglich nicht aus Polynesien, sondern aus Südamerika. Ein möglicher Hinweis. Hier haben wir ein paar Süßkartoffeln. Sie wachsen flach am Boden und sie blühen. Analysen verkohlter Süßkartoffelüberreste in Polynesien legen nahe, dass die Pflanze zu präkolumbischer Zeit dorthin gelangte. Die Süßkartoffel ist eine amerikanische Pflanze. In Zentral- und Südamerika wächst sie wild. Amerikanische Ureinwohner bauen sie seit Tausenden von Jahren an. Wir wussten, dass die Süßkartoffel hier ursprünglich nicht heimisch war. Das Wort für Süßkartoffel, Kumara, ist nicht polynesisch. Linguisten haben lange nachgeforscht, woher es kommt. Von einem ecuadorianischen Stamm, der intensiven Süßkartoffelanbau betrieb. Es steht definitiv fest, dass der Mensch die präkolumbische, die präeuropäische Süßkartoffel nach Polynesien brachte. Auf natürlichem Wege wäre das Wort für die Kartoffel nicht überliefert worden. Es gibt sogar Hinweise darauf, dass die Polynesier noch weiter nördlich waren, in den heutigen USA. Nahe Santa Barbara in Kalifornien bauten die Chumash-Indianer mindestens seit dem Jahr 1000 nach Christus Kanus wie dieses aus zusammengebundenen Planken. Sie nannten es Tomolo'o. Linguisten zufolge sprachen die Chumash so das polynesische Wort für das gleiche Boot aus, Tumura'au. Da sie bei der Aussprache Probleme hatten, kam Tomolo'o heraus. Das klingt in Chumash normal. Es wird vermutet, dass die Chumash das Wort Tomolo'o ab dem Zeitraum zwischen 500 und 1200 nach Christus verwendeten. Doch nicht nur die Bezeichnung des Kanus ist bedeutsam, sondern auch dessen ungewöhnliche Konstruktion. In die fertigen Planken wurden Löcher gebohrt, und zwar an den Seitenrändern. Dort wurden sie mit Tauwerk aus Pflanzenfasern zusammengebunden. Diese Technik ist überall in Polynesien verbreitet. Sie findet sich nur an zwei Orten in der neuen Welt, und zwar an der Küste Südkaliforniens und Chiles. Neben Bezeichnung und Konstruktion gibt es noch weitere Hinweise. Angelhaken. Das ist Dr. Yoshihiko Sinoto. Er hat Angelhaken im kompletten Pazifikraum untersucht. Vor der Insel Santa Catalina bei Los Angeles fand er mehrere primitive Exemplare. Diese Formen haben Ähnlichkeit mit alten tahitianischen Angelhaken. Die Angelhaken ähneln tahitianischen, die um das Jahr 1000 nach Christus hergestellt wurden. Angeln wäre eine Möglichkeit der Nahrungsbeschaffung auf der 6500 Kilometer weiten Reise aus dem Herzen Polynesiens bis nach Kalifornien. Was aber sagt Dr. Maximenko auf Basis von Strömungskarten dazu? Eine polynesische Expedition von den Cookinseln bis nach Santa Barbara in Kalifornien hätte knapp 300 Tage gedauert. Wenn sie die nötige Kraft zum Rudern hatten,
wäre die Reise durchaus möglich. Es ist belegt, dass die Polynesier 2.000 bis 3.000 Kilometer auf offener See zurücklegten, ohne zu wissen, ob sie etwas entdecken würden. Man muss sich bewusst machen, dass es sich dabei explizit um Entdeckungsreisen handelte, keine Auswanderungen oder Ähnliches. Es ist schon beeindruckend, wenn man den Seefahrtsweg über den Südpazifik gegen die Passatwinde aus Asien bis nach Südamerika bedenkt. Immer gegen den Wind. Es ergibt aber durchaus Sinn. Es wirkt unlogisch, gegen den Wind zu segeln, um Land zu finden. Segelt man aber mit dem Wind und findet kein Land, gestaltet sich die Rückkehr sehr schwierig. Nach Osten zu segeln ist also sicherer. Die polynesischen Expeditionen zeigen auf, was allen präkolumbischen Erforschungstheorien zugrunde liegt. Dass der Ozean leichter zu überqueren war als angenommen. Wasser ist kein Hindernis für den Menschen. Wenn sich zwischen zwei Bevölkerungsgruppen hingegen Berge befinden, können diese trotz geringer Entfernung sehr isoliert sein. Wasser dagegen ist eher ein Verbindungsglied als ein Hindernis. Und die frühen Seefahrer hatten eine sichere Methode, um Land zu finden. Sie folgten einfach den Vögeln. Sie folgten Vögeln bis hinter den Horizont, um zu sehen, wo sie herkamen. Dort musste es eine Insel geben. Wenn sie den Vögeln folgten, stießen sie mit etwas Glück auf einen Kontinent. Wir müssen einfach anerkennen, dass einige dieser Völker beeindruckende Fähigkeiten hatten. Wenn nicht die Polynesier im Jahr 1000 nach Christus Nordamerika entdeckten, dann jemand anders. Eine Siedlung auf der kanadischen Insel Neufundland liefert den Beweis, dass die Wikinger es schafften. Doch waren sie auch in den heutigen USA? Und waren die USA bereits die neue Heimat für Israeliten, die Amerika mehrere Jahrhunderte zuvor entdeckten? Das Jahr 1000 spielt bei dem Mysterium um die Entdeckung Amerikas eine wichtige Rolle. Die Polynesier waren vielleicht in Amerika, die Wikinger definitiv. Skandinavien im Jahr 1000 nach Christus, noch 492 Jahre bis Kolumbus. Die Wikinger erforschen den Nordatlantik. Es war nur eine Frage der Zeit, bis sie Nordamerika erreichten. Der Grönland-Saga zufolge segelte Leif Erikson von Grönland aus in die neue Welt, um diese zu erforschen. Leif Erikson war der Sohn von Erik dem Roten, der die erste skandinavische Siedlung in Grönland gründete. Wie sein Vater war auch er ein Abenteurer. Bjarni Herjulfsson erzählte ihm von unerforschtem Land westlich von Grönland. Erikson scharte eine Gruppe von 35 Männern und Frauen um sich, kaufte Herjulfssons Schiff und stach in See. Wikinger-Schiffe wurden Klinker gebaut, wie robuste Ruderboote, also mit überlappenden, vernagelten Planken. Sie waren sehr stabil. Diese sogenannte Knorr waren gut 15 Meter lang und konnten mühelos 20 Tonnen Fracht befördern. Je nach Länge war eine Geschwindigkeit von etwa 13 Knoten möglich. Dank subpolarer Meeresströmungen im Nordatlantik war es Leif Erikson und seiner 35-köpfigen Besatzung wohl ein leichtes, nach Amerika zu fahren. Man muss nur von Europa nach Grönland übersetzen und dann der Küste folgen. Meiner Meinung nach würde das um die 250 Tage dauern. Dies ist die Wikinger-Siedlung in Neufundland, die Leif Erikson zugeschrieben wird. Sie heißt Laws o' Meadows und wird auf das Jahr 1000 nach Christus datiert. Dieser Ort ist der unumstrittene Beweis, dass die Wikinger in Nordamerika waren. Skandinavischen Sagen zufolge drangen sie aber noch weiter vor, zu einem Land namens Vinland. Laws o' Meadows ist in gewisser Weise das Eingangstor nach Vinland. Vinland bedeutet entweder Land der Weintrauben oder Land der Weiden. Auf Laws o' Meadows trifft weder das eine noch das andere zu. Daher muss es anderswo noch eine andere, größere Siedlung geben, die möglicherweise einen seltsamen Fund erklären könnte.
Walnussschalen und Walnussholz wurden hier gefunden. Sehr untypisch für die Gegend um Lance aux Meadows. Diese Art Walnussbaum ist in Südostkanada und an der Ostküste der USA heimisch. Außerdem wurde 1957 im US-Bundesstaat Maine eine wichtige Entdeckung gemacht, die Aufschluss über Vinland geben könnte. Der einzige Beweis dafür, dass die Wikinger in den heutigen USA waren, ist eine norwegische Silbermünze, die in Brooklyn im US-Bundesstaat Maine gefunden wurde. Sie wird auf das späte 11. Jahrhundert datiert, als König Olaf III. Regierte. Es ist eine Tatsache, dass diese Münze gefunden wurde. Sie könnte von jemandem dort platziert worden sein, aber sie ist ein echtes nordisches Artefakt, das an der Küste Maines gefunden wurde. Wir wissen nicht, ob die USA Vinland sind. Wir wissen, dass Lance aux Meadows ein Basislager war und die Wikinger von dort aus landeinwärts zogen. An der Ostküste befinden sich noch weitere möglicherweise nordische Artefakte. Diese Steine mit eingeritzten Runen eines frühen germanischen Alphabets namens Futhark wurden halb eingegraben am Spirit Pond in Maine gefunden, etwa 240 Kilometer von der Münze entfernt. Während die Münze in Fachkreisen als echtes Artefakt aus der Zeit der Wikinger anerkannt ist, werden die Steine als Fälschungen angesehen, da sie sich von traditionellen Runensteinen in Skandinavien unterscheiden. Runen finden sich normalerweise auf offenen, sichtbaren Steinen. Sie wurden nicht in kleine Steine geritzt, die gar vergraben wurden. Meiner Meinung nach hat hier jemand versucht, Fälschungen zu platzieren. Weitere Runensteine wurden noch weiter im Landesinneren gefunden. Der bekannteste ist der Runenstein von Kensington, den ein Landwirt 1898 im US-Bundesstaat Minnesota entdeckte. Darauf ist von 8 Goten und 22 Nordmännern auf Entdeckungsfahrt von Vinland nach Westen im Jahr 1362 die Rede. Außerdem werden 10 Männer erwähnt, die rot von Blut und Tod gefunden wurden. Die meisten Gelehrten kritisieren am Runenstein von Kensington, dass weder die Runen, noch der Stein, noch die Ritzung, die Formel oder die Botschaft mit denen skandinavischer Runensteine aus jener Zeit übereinstimmen. Ein weiteres Indiz. Von den genannten 10 Toten fehlt jede Spur. In den 1980er Jahren suchten Archäologen nach ihren Überresten. Bei unseren Untersuchungen ergab sich das Problem, dass jegliche Anzeichen auf Begräbnisse fehlten. Hätten wir Gräber gefunden oder gäbe es Überlieferungen dazu, hätte uns das weitergeholfen. Dass nichts gefunden wurde, heißt nicht zwangsläufig, dass nichts existiert. Geologe Scott Walter will den Beweis dafür gefunden haben, dass der Stein keine Fälschung aus dem 19. Jahrhundert ist. Im Jahr 2000 analysierte er die Verwitterung von Mineralien in den Runen, um festzustellen, wann sie entstanden. Die Verwitterungsanalyse beweist, dass die Runen bis zur Entdeckung 1898 mindestens 200 Jahre alterten. Eine Fälschung aus dem 19. Jahrhundert ist also ausgeschlossen. Neben dem Ursprung der Runen bezweifeln die meisten Wissenschaftler, dass die Wikinger so weit ins Landesinnere vordringen konnten. Vom St. Lorenz-Golf aus, wo sich Lance aux Meadows befindet, hätten sie durch die Lachine-Stromschnellen über die Niagara-Fälle und die großen Seen bis nach Kensington reisen müssen. Einige Wikinger-Schiffe waren mit Sicherheit klein genug, um sie tragen zu können. Falls die Wikinger hinter ihren großen Schiffen kleinere herzogen und genügend Besatzung hatten, ist es durchaus möglich, dass sie so weit ins Landesinnere vorstießen. Die Frage ist nur, wo sind die Beweise? Die Siedlung in Neufundland beweist eindeutig, dass die Wikinger vor Christoph Kolumbus in der neuen Welt waren. Unabhängig davon, ob der Runenstein echt ist und davon, ob ein echter Wikinger diese Münze verlor. Es ist jedoch möglich, dass selbst die Wikinger nicht als erste Europäer auf Amerika stießen. Könnte ein Missionar die Strecke 500 Jahre zuvor bewältigt haben? Fand er ein Land, von dem er nach seiner Rückkehr als Paradies berichtete?
1492 entdeckte Kolumbus keine neue Welt. Die Polynesier waren möglicherweise schon im Jahr 1000 nach Christus in Kalifornien. Die Wikinger waren definitiv in Kanada, vielleicht sogar im heutigen Maine. Taten sie damit womöglich in die Fußstapfen der Iren? Irland im Jahr 530 nach Christus, 962 Jahre vor Christoph Kolumbus. Die Völkerwanderung geht langsam zu Ende und in Europa beginnt das Mittelalter. In Irland hat Brandon der Reisende auf der Dingle-Halbinsel eine Vision vom Paradies. Der Legende nach fand er es in Amerika. Brandon war ein Seefahrer durch und durch. Der Vorzeigenavigator des frühen Mittelalters. Brandon wurde 484 in Tralee im irischen County Kerry geboren und mit 28 Jahren zum Priester geweiht. Es heißt, er habe im Nordatlantik das Christentum verbreiten wollen. Außerdem soll er die Wikinger nach Grönland vertrieben haben, das damals von Eskimos besiedelt war. Weiter heißt es, Brandon der Reisende habe Amerika entdeckt, als er nach dem Terra Repremissionis Sanctorum suchte, dem Land, das den Heiligen versprochen war. Er ahnte, dass es eine Welt jenseits dieser Insel gab, und so segelte er schließlich über den Atlantik nach Amerika. Die Reise des Brandon ist in der sogenannten Navigatio niedergeschrieben. In diesem Bericht wird von seiner Reise mit einer Gruppe von Mönchen erzählt, auf der sie ein noch nie zuvor gesehenes Land mit atemberaubender Flora und Fauna fanden. Auf ihrem Weg erlebten sie demnach unglaubliche Abenteuer, weshalb viele die Glaubwürdigkeit der Geschichte in Frage stellen. Brandon und seine Mönche strandeten mit ihrem Schiff auf dem Rücken eines Riesenfischs, wahrscheinlich auf einem Wal, und versuchten dort Feuer zu machen, was dem Tier sicher nicht gefiel. Die meisten modernen Wissenschaftler halten die Navigatio ebenso wie die Geschichte des walisischen Prinzen Madoc für eine Legende. Beschreibungen von Schafen, die es auf den Färöer-Inseln gibt, und Vulkanen, die sich in Island finden, überzeugten jedoch einige Historiker davon, dass Brandon über eine Nordatlantikroute nach Amerika gelangte, ebenso wie später die Wikinger. Bei einem Vergleich sind die beiden Routen sehr ähnlich. Bei einer extrem günstigen Meeresströmung hätte die Reise etwa 180 Tage gedauert, wahrscheinlich aber länger. Sie hätten viel rudern oder großes Segelgeschick haben müssen. Der heilige Brandon soll mit einem Kurra gesegelt sein, bezogen mit eingeweichtem, genähtem Rindsleder. Die lederbezogenen Boote der Iren waren für lange Reisen geeignet. Man konstruierte zunächst den Holzrahmen und bezog ihn dann mit genähten Lederbahnen, damit kein Wasser eindrang. Ob Brandon der Reisende Amerika erreichte oder nicht, im 13. Jahrhundert zeichneten Kartografen sein sogenanntes Paradies in ihre Karten ein. Es heißt, Kolumbus selbst sei sehr an Brandons Reisen interessiert gewesen. Noch heute wird in Irland davon erzählt, wie er herkam, um etwas darüber in Erfahrung zu bringen. Kolumbus wusste von Brandon. Er kam nach Galway, um so viel wie möglich über ihn herauszufinden. Es ist eine belegte Tatsache, dass Kolumbus am Tag der Abreise in die neue Welt Folgendes sagte: Ich werde das versprochene Land des heiligen Brandon finden. Derartiges erwähnte der französische Schriftsteller und Historiker Ferdinand Denis im 19. Jahrhundert in seinem Buch über die Wunder der Welt. Woher er seine Informationen nahm, ist ungewiss. Dass Kolumbus im Jahr 1492 auf Land stieß, genauer auf die Bahamas, steht außer Frage. Brandon könnte dagegen an der Küste des heutigen US-Bundesstaats Connecticut angelegt haben. Dieser Ort heißt Ganjiwomp. Hier finden sich allerlei Dinge, die man in einem christlichen irischen Ort zu Brandons Zeit vermuten würde. Auf einer Fläche von mehr als 40 Hektar bietet die Ausgrabungsstätte Ganjiwomp im US-Bundesstaat Connecticut Steinkammern, Wohnhäuser und gravierte Steine, die für einige auf Brandon hindeuten. Diese waren bereits hier, als englische Kolonisten die Gegend im 17. Jahrhundert besiedelten. Die Steinkammern wirken auf den ersten Blick sehr einfach.
Unverwechselbare Merkmale deuten jedoch auf eine religiöse Verwendung hin. An der Frühjahrs- und Herbst-Tag- und Nachtgleiche dringen Sonnenstrahlen durch dieses Fenster und erleuchten die Kammer. Die Tage, an denen Sonnenlicht in diese Kammer dringt, sind für das frühe christliche Kirchenjahr der Iren von Bedeutung. Die Position der Sonne bei der Frühjahrstag- und Nachtgleiche kündigt Ostern an. Zwischen dem 6. und dem 10. Jahrhundert nach Christus waren nach der Sonne ausgerichtete Fenster wie in Ganjiwomp typisch für kleine irische Kirchen. Sie finden sich auch im Galerus Oratory auf der Dinkelhalbinsel. Die Ausrichtung ist Ost-West. Im Osten ist das Fenster und im Westen der Eingang. Die Steine wurden sorgsam ausgewählt, um dieses Gebäude zu konstruieren. Die Ausrichtung nach der Sonne und die Steinmetzkunst allein reichen als Beweise für einen Aufenthalt der Iren nicht aus. Doch diese Symbole könnten weitere Hinweise sein. Sie heißen Hiro oder Christusmonogramme. Mit Hilfe von Kreide werden sie sichtbar. Sie passen perfekt zur frühen christlichen Tradition Irlands und den Zeitraum von 500 bis 900 nach Christus. Ein Hiro ist ein uraltes religiöses Symbol. Es entsteht, wenn man die ersten beiden griechischen Buchstaben des Wortes Christus, Hi und Ro, übereinander legt. Einige nehmen an, dass die Iren sie zu Lebzeiten Brandons anfertigten. Dies lässt sich nicht beweisen, da keine genaue Datierung möglich ist. Es wurden jedoch Überreste von Kohle gefunden, die auf das Jahr 556 nach Christus datiert werden. Jemand machte damals also Feuer, aber wer, ist ungewiss. Falls die Iren hier waren, so hinterließen sie keine Spuren ihrer Ogham-Schrift. Anderswo in Amerika könnten sich diese dagegen finden. Ogham-Schrift fand sich an Denkmälern oder diente als Landmarkierung. Auf den ersten Blick sehen Ogham-Zeichen wie willkürliche Striche aus. Man kann sie jedoch in das lateinische Alphabet übersetzen. Diese Striche findet man in ganz Nordamerika, in den USA und in Kanada. Diese befinden sich im Buckhorn State Park im US-Bundesstaat Kentucky. In der Mitte könnte man Striche als altkeltisch lesen. Das würde heißen, wir sind eine Gruppe von Menschen, die hinüberreisen. Das könnte über die Appalachen oder über das Meer bedeuten. Die Frage ist, ob es sich hierbei wirklich um Ogham-Zeichen handelt. Manche kann man als altkeltisch lesen, manche als Algonkin. Sie sehen sehr ähnlich aus. Die meisten US-Wissenschaftler halten die Zeichen nicht für echt. Ein irischer Experte könnte uns vielleicht helfen und uns sagen, ob sie einen Sinn ergeben. Ohne eindeutige Funde oder Beweise für die Anwesenheit von Iren im Amerika des 6. Jahrhunderts bleibt die Geschichte um Brandon den Reisenden wohl eine Legende. Archäologen untersuchen Überreste. Wir suchen nach Beweisen, die Mythen bestätigen oder entkräften. Bezüglich der Brandon-Reise haben wir keine Beweise gefunden. Brandon starb im Jahr 577 und nahm das Geheimnis um sein Paradies mit ins Grab. Er war im Auftrag seines Glaubens unterwegs und wollte diesen verbreiten. In dieser Hinsicht ähnelt er anderen, die vielleicht schon vor ihm nach Amerika kamen. Eine Reise von Hebräern nach Amerika vor der Geburt Christi ist die Basis einer ganzen Glaubensgemeinschaft. Können Blutproben nun belegen, dass sie nicht nur dort waren, sondern auch die Vorfahren heutiger Cherokee sind? Israel im Jahr 600 vor Christus. 2092 Jahre vor Christoph Kolumbus. Zur gleichen Zeit beginnt in Italien die frühe Stadtgeschichte Pompejis, das 79 nach Christus bei einem Ausbruch des Vesuvs untergeht. In Mesoamerika blüht die Kultur der Maya. Im heutigen Israel wird Jerusalem von den Babyloniern eingenommen, die den Tempel Salomos zerstören. Es ist der Beginn der babylonischen Gefangenschaft. Wenige Hebräer können fliehen, aber wohin? Die Diskussion, dass die Hebräer damals in die neue Welt kamen, geht bis ins 19. Jahrhundert zurück. Die Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage basiert teilweise auf dem Buch Mormon, in dem erzählt wird, wie ein Prophet namens Lehi mit seinen Söhnen ein Schiff baute und um 600 vor Christus nach Amerika segelte.
In der Kunst wird das Schiff oft als eine Art Arche mit Segeln dargestellt. Israeliten nutzten damals jedoch noch einen anderen Schiffstyp. Die Schiffe, welche die Hebräer für so eine Reise eingesetzt hätten, waren sehr solide. Rundlicher Schiffskörper, robuste Spanten, quadratische Segel und Bug sowie Heck erhöht. Damit ließen sich eine große Besatzung und viel Fracht transportieren. Lehis angebliche Route hätte ihn von Oman über den Indischen und Pazifischen Ozean bis zur Küste Mittelamerikas geführt. Selbst mit Hilfe der Meeresströmungen hätte die Reise etwa 580 Tage gedauert, mehr als 1,5 Jahre. An den Schiffen wäre es nicht gescheitert. Die Frage ist eher, ob die Seemänner so lange ausgehalten hätten und das ohne zu wissen, wo sie hinfuhren. Lehi ist nicht der einzige Israelit, der es möglicherweise nach Amerika schaffte. Es gibt Erzählungen über die Landung eines der 10 verlorenen Stämme Israels in der neuen Welt. Um 700 vor Christus trieben die Assyrer ihn ins Exil. Beide Szenarien lassen die gleiche Annahme zu, dass die Juden von damals Vorfahren amerikanischer Ureinwohner sind. In Bezug auf Rasse und Kultur sind wir Juden. Unsere religiösen Festtage sind zur gleichen Zeit wie die der Juden. Das kann kein Zufall sein. Die hellhäutigen Mitglieder der Central Band of Cherokee sehen nicht wie die typischen Ureinwohner Amerikas aus. Die Cherokee vermischten sich bereits im 17. Jahrhundert mit weißen Siedlern, viel früher als andere Stämme. Das ist eine mögliche Erklärung für ihre helle Haut. Aber haben sie auch, anders als andere Indianerstämme, keine asiatischen Wurzeln? Die Central Band of Cherokee sind von ihrer jüdischen Herkunft überzeugt und wollen sie mit Blutproben nachweisen. Uns war klar, dass unsere DNA den Beweis liefern musste. Daher ließen wir bei Family Tree DNA umfassende Tests durchführen. Wir bieten vielerlei Dinge an. Beispielsweise stellen wir zwischen Menschen und deren Vorfahren genealogische und anthropologische Verbindungen her. Außerdem können wir mit der sogenannten anthrogenealogischen Analyse noch einen Schritt weitergehen. Dabei verfolgen wir die Abstammung nicht nur Hunderte, sondern Tausende oder Zehntausende Jahre zurück. Alle müssen so einen Anzug tragen? Das Blut von Häuptling Sitting Owl und 89 anderen Stammesmitgliedern der Central Band of Cherokee wurde getestet, um eine Einteilung in sogenannte Haplogruppen vorzunehmen. Dies sind genetisch verwandte Gruppen von Menschen. Juden finden sich normalerweise in 4 dieser Gruppen. Ein Großteil unseres Glaubens und unserer religiösen Praxis ist jüdisch. Das ist auch mündlich überliefert. Doch liefern die Blutproben den nötigen Beweis? Archäologisch lässt sich eine Reise der Hebräer in die heutigen USA kaum nachweisen. David Eck, Archäologe des US-Bundesstaats New Mexico, hat schon viele Menschen zu diesem Stein in der Wüste bei Los Lunas geführt. Auf ihm scheinen sich die 10 Gebote auf Paläo-Hebräisch zu finden. Er ist einer von mehreren Steinen in den USA, die als Beweis für die Reise der Israeliten herangezogen werden. Es gibt viele Theorien über diesen Stein. Sie reichen von einer außerirdischen Botschaft an die Menschheit bis zu den verlorenen Stämmen Israels, die durch die südwestlichen Wüsten der heutigen USA zogen. Auf den ersten Blick sieht es aus, als seien die Zeichen relativ frisch. Praktisch seit seiner Entdeckung Anfang des 20. Jahrhunderts war der Stein Vandalismus ausgesetzt. Zeichen wurden nachgezogen oder gar hinzugefügt. Dieses Zeichen wurde verändert. Soweit ich weiß, wurde bisher nicht versucht, die Inschrift zu datieren. Mir sind nur sehr wenige Methoden bekannt, die dafür geeignet wären. Wir hoffen, heute etwas Neues herauszufinden. Die Behörden haben dem forensischen Petrographen Scott Walter gestattet, einen nicht-invasiven Test durchzuführen, um die Inschrift zu datieren. Wir müssen ein paar Originalzeichen finden. Vielleicht diese hier. Dieser Bereich sieht unbeschädigt aus.
Scott Walter fotografiert den Stein mit einer Kamera, die als tragbares Mikroskop dient. Meine Arbeit ist von Natur aus invasiv, aber in diesem Fall muss ich anders vorgehen. Sehen Sie diese verwitterte Oberfläche? Es wäre gut, wenn ich einen Stein hätte, in den ich hineinschneiden könnte, um mir das Verwitterungsprofil anzusehen. Ich nehme einfach diesen hier. Er sieht ähnlich aus. Sehr ähnlich. Ja, es ist nichts eingeritzt. Den können wir als Probe nehmen. Danke, das wird gehen. Im Labor naht der Moment der Wahrheit. Kann die Inschrift datiert werden? Scott Walter vergleicht die Probe mit seinen Bildern und älteren Aufnahmen. Mithilfe des Verwitterungsprofils will er die Inschrift datieren. Nur auf Basis der Analyseergebnisse ist es sehr schwer zu sagen, ob die Inschrift antik ist oder nicht. Ich komme zu keinem eindeutigen Ergebnis. Die Spuren von Vandalismus verhindern eine genaue Datierung der Inschrift. Es ist alles andere als hilfreich, dass der Stein gesäubert und die Inschrift nachgezogen oder zerstört wurde. Die Menschen wollen glauben, und wenn das so ist, setzt ihr Verstand aus. Ein weiterer Stein mit mysteriöser, scheinbar hebräischer Inschrift wurde hier am Bat Creek im Osten von Tennessee gefunden. Einigen Wissenschaftlern zufolge bedeutet die Inschrift für Judäa, ein Verweis auf das antike Israel. Der Stein wurde 1889 in einem Grabhügel der Cherokee zusammen mit Holzfragmenten gefunden, die mit der Radiokohlenstoffdatierung in den Zeitraum zwischen dem 1. und 8. Jahrhundert vor Christus eingeordnet wurden. Die Artefakte, die in der Gegend der Cherokee gefunden wurden, sind für uns sehr wichtig. Die heutigen Cherokee gehen auf die Menschen damals zurück. Die Ergebnisse von Family Tree DNA liefern jedoch keine Rückschlüsse auf jüdische Vorfahren von Häuptling Sitting Owl. Unsere Testergebnisse zeigen keine Verbindung zu frühen Hebräern oder Juden. Von allen Stammesmitgliedern der Central Band of Cherokee, deren Blut getestet wurde, sind nur bei 3% jüdische Vorfahren feststellbar. Das reicht nicht aus, um ein hebräisches Erbe des Stammes nachzuweisen. Werden wir jemals die vollständige Blutlinie der Cherokee finden? Ja. Häuptling Sitting Owl zufolge stellt sein Stamm nur einen kleinen Teil der Cherokee dar, weniger als 1%. Er gehört auch nicht zu den 3 staatlich anerkannten Cherokee-Stämmen. Das Bureau of Indian Affairs erkennt jedoch an, dass sich die Herkunft vieler Cherokee nur schwer zurückverfolgen lässt. Die Situation der Central Band of Cherokee ist sehr speziell. Wir wurden vom Hauptstamm der Cherokee in North Carolina und im Norden Georgias getrennt. DNA-Tests weiterer Mitglieder des Stammes von Häuptling Sitting Owl werden als Teil des Abraham Moses-Projekts durchgeführt. Auch einige Mitglieder der staatlich anerkannten Eastern Band of Cherokee sind sehr an den Ergebnissen interessiert, da auch sie vermuten, jüdische Vorfahren zu haben. Auch wenn dies nicht stimmt, so erachtet Häuptling Sitting Owl die Testergebnisse seines Stammes als sehr interessant in Bezug auf die Frage, wer vor Christoph Kolumbus nach Amerika kam und wie. Unser DNA-Projekt hat gezeigt, dass die Cherokee nicht über das Beringmeer kamen. 94% der getesteten Central Band of Cherokee sind europäischer Herkunft, die tausende Jahre zurückgeht. Dies könnte bedeuten, dass sie gar keine Cherokee sind. Auch eine starke Vermischung mit weißen Siedlern der neuen Welt wäre eine Erklärung. Oder aber sie sind Nachkommen von Europäern, die noch vor den Paleo-Indianern die Beringstraße überquerten. Ein Archäologe der Smithsonian Institution stellt die kühne Theorie auf, dass die Menschen, die aus Asien kamen, von den Europäern lernten, Werkzeuge herzustellen. Diese sollen bereits vor mehr als 20.000 Jahren hier gewesen sein. Jahre vor Christus, 23.492 Jahre vor Kolumbus. Auf der Erde herrscht Eiszeit.
Aufgrund des gefrorenen Wassers ist der Meeresspiegel 130 Meter niedriger als heute. Es wird noch tausende Jahre dauern, bevor die Paleo-Indianer über die Beringia-Landbrücke von Sibirien nach Nordamerika kommen. Doch vor der Küste des heutigen US-Bundesstaats Virginia jagt jemand ein Mastodon und hinterlässt einen Hinweis, dass möglicherweise tatsächlich Europäer Amerika entdeckten. Dies ist das älteste Artefakt in Amerika. Es gehört zu einem Mastodon, das nach unseren Analysen fast 24.000 Jahre alt ist. Laut Dennis Stanford, Archäologe der Smithsonian Institution, ähnelt das Artefakt, ein Faustkeil, denen des Solutrion. Die Menschen des Solutrion waren um 22.000 vor Christus Jäger und Sammler in Südwesteuropa. Stanford nimmt an, dass sie mit lederbezogenen Booten entlang der polaren Eisfront, die sich während der Eiszeit weit nach Süden erstreckte, nach Amerika fuhren. Boote eröffnen ganz neue Möglichkeiten. Flüsse, Seen und Ozeane sind keine Hindernisse mehr, sondern Wasserstraßen. An der Eisfront konnten sie zelten und Robben jagen, deren Fett sie nutzten. Fett dient als Nahrung, Dichtmittel und zum Feuermachen. Man braucht es zum Überleben. Stanford zufolge trafen sie in Amerika schließlich auf die Paleo-Indianer, die aus Sibirien über die Beringia-Landbrücke kamen und bildeten mit ihnen die Clovis-Kultur. Laut Stanford können nur so die einzigartigen Merkmale der überall in Amerika gefundenen Clovis-Steinwerkzeuge erklärt werden. Von diesem Stein haut man Speerspitzen ab. Er ist aus der Clovis-Zeit und mit denen des Solutrion identisch. Es gab sehr viele Werkzeuge in der Clovis-Zeit und im Solutrion, die absolut identisch waren und sich von sibirischen Werkzeugen unterschieden. In Asien gibt es keine Spuren, die auf die Clovis-Kultur schließen lassen. Stanfords Theorie, dass die Europäer als Erste die neue Welt bewohnten, wird nicht überall anerkannt. Bisher. Das Thema ist sehr spannend und es ist egal, ob wir richtig oder falsch liegen, solange man sich damit beschäftigt. Archäologische Untersuchungen, die mehr als 13.000 Jahre zurückreichen, können fast nur Steinwerkzeuge vergleichen. Die später entstandene Töpferkunst liefert Archäologen heute wichtige Erkenntnisse über die Entwicklung von Zivilisationen. In diesem Ton finden sich Hinweise auf eine weitere präkolumbische Reise nach Amerika. Ecuador im Jahr 3044 vor Christus, 4536 Jahre vor Kolumbus. Um diese Zeit entsteht Stonehenge in England. Kurz zuvor wird die älteste bekannte Schrift, die Keilschrift, in Sumer entwickelt. An Ecuadors Küste leben die Valdivianer, ein Volk aus Jägern und Sammlern. Sie formen jedoch bereits Töpferwaren. Wie erlernten sie diese komplizierte Technik? Wir nehmen an, dass diese Kultur so weit war, weil sie von einer höher entwickelten Kultur lernte. Mein Großvater zog die japanische Jomon-Kultur in Betracht. Alexia Molinas Großvater hieß Emilio Estrada. Während seiner Jagdausflüge in Valdivia sammelte er Scherben von Töpferwaren. Mit der Zeit interessierte er sich sehr für die Bedeutung dieser Tonscherben. Nachdem er japanische Jomon-Töpferwaren von 4000 vor Christus in Büchern gesehen hatte, fielen ihm Ähnlichkeiten zu seinen Scherben auf. Da er aber kein Experte war, wandte er sich an das Smithsonian. Er schrieb uns, er habe Bilder von Jomon-Töpferei gesehen, die den Scherben aus Valdivia ähnelten, und bat um unsere Meinung. Es war der Beginn einer Freundschaft und eines fast 50 Jahre andauernden Versuchs zu beweisen, dass die Ureinwohner Japans etwa 4500 Jahre vor Kolumbus nach Amerika gelangten. Wir packten Fundstücke aus Valdivia ein, flogen nach Tokio und fuhren von dort aus mit dem Zug Richtung Süden. Wir sahen uns jedes Museum und jede Sammlung an. Auf Kyushu bemerkten wir dann Ähnlichkeiten zu den Scherben aus Valdivia. Just like Valdivia.
Die Töpferware aus Kyushu zeichnet sich dadurch aus, dass sie nicht so extravagant ist und die Muster aus Linien bestehen. Kyushu ist die drittgrößte Insel Japans und bildet die Südspitze des Landes. Dr. Betty Meggers und Emilio Estrada versuchten herauszufinden, ob es zwischen den Töpferwaren von Kyushu und denen im 8000 Seemeilen entfernten Valdivia eine Verbindung gab. Ihre Erkenntnisse waren hochexplosiv. Vor gut 6300 Jahren entstand bei einem Vulkanausbruch in Südjapan die Kikai-Caldera. Die Eruption war heftiger als die des legendären Krakatau 1883. Kyushu war mit einer dicken Ascheschicht bedeckt und es regnete Bimsstein. Die Menschen flohen wohl in ihren Kanus. Wir wissen, dass sie auf hoher See fischten. Sie konnten Regenwasser sammeln, Fische fangen und so überleben. Doch schafften sie es bis an die Küste Ecuadors? In Booten wie diesem? Ein traditionelles Yomon-Fischerboot war sehr einfach gebaut. Etwa 6 Meter lang und nur 60 Zentimeter breit. Zum Antrieb dienten nur Ruder, keine Segel. Diese Boote waren ausgehöhlte Baumstämme. Es ist schwer zu sagen, wie viele Menschen hineinpassen. Das hing von der Länge des Baumstamms ab. In so einem kleinen Boot zu reisen, war zwar gefährlich, doch dieses Volk kannte das Meer sehr gut. Es ist durchaus möglich, dass sie sich in kurzer Zeit von Insel zu Insel vorarbeiteten und entlang der Küste bis nach Mittel- oder Südamerika gelangten. Der Kuroshio hätte sie zunächst ost-, dann nordwärts getrieben. Sie hätten also keine 8000 Seemeilen auf offener See auf sich nehmen müssen. Es ist nicht sehr aufwendig, von subtropischen in subpolare Gyren zu gelangen. Eine starke Strömung führt dann Richtung Osten, direkt nach Alaska. Von Alaska aus wäre die Reise entlang der kalifornischen Küste und an Mittelamerika vorbei bis nach Ecuador dann ein leichtes gewesen. Sie gingen offensichtlich in Valdivia an Land und trafen dort auf Menschen, die wie in Japan lebten. Allerdings hatten diese keine Töpferwaren. Dr. Meggers ist davon überzeugt, dass die Japaner die Töpferei dort einführten. Zusammen mit Emilio Estrada stellte sie in Bezug auf Technik und Motive 26 Gemeinsamkeiten zwischen Töpferwaren aus Japan und Valdivia fest. Dazu zählen Hundeknochen und Sanduhrformen, die laut Meggers nirgends sonst zu finden sind. All diese komplizierten Techniken und Motive können nicht unabhängig voneinander entstanden sein. Kritiker sind jedoch der Meinung, die Formen könnten auch in der Valdivia-Kultur entstanden sein. Töpferei ist jedoch nicht der einzige Anhaltspunkt dafür, dass die Japaner damals womöglich nach Südamerika gelangten. Es gibt auch Hinweise, dass sie ein tödliches Virus einführten. Dieses Virus ist wegen der einzigartigen geografischen Verteilung sehr interessant. Das Virus ist das humane T-Lymphotrope Virus 1, kurz HTLV1. Es ist sehr selten und kann Leukämie verursachen. Es findet sich nur bei sehr wenigen Menschen in Südjapan und bei Mumien in der südamerikanischen Atacama-Wüste. Am Fuße der Anden befindet sich eine der trockensten Wüsten der Erde. Die ausgedorrte, brüchige Erde erinnert an die Mondoberfläche. Aufgrund des trockenen Klimas blieben Mumien wie diese erstaunlich gut erhalten. Andenbewohner sind Japanern recht ähnlich, vor allem Südwestjapanern. Es gibt also nicht nur bei der Art des Virus, sondern auch beim genetischen Hintergrund Übereinstimmungen. Diese anthropologischen Parallelen führten Tajima zu den Mumien. Er wollte mehr über das Virus herausfinden. Wir entnahmen mehr als 100 Proben getrocknetes Knochenmark aus Oberschenkelknochen. Daraus konnte Tajima DNA gewinnen. Er fand heraus, dass das wahrscheinlich aus Asien stammende HTLV-1-Virus
damals in Südamerika existierte. Es muss von Mensch zu Mensch übertragen worden sein. Das Virus wird über die Muttermilch oder das Sperma des Mannes übertragen. Das ist also ein sehr stichhaltiger Beweis. Solche Beweise sind nötig. Erst dann kann man mit Sicherheit sagen, dass tatsächlich ein Kontakt stattfand. Dr. Meggers arbeitet noch immer daran, die akademische Welt vom Kontakt zwischen Japanern und Valdivia-Kultur zu überzeugen. Bei den Bewohnern von Valdivia muss sie hingegen keine Überzeugungsarbeit leisten. Die Menschen in Valdivia machen sich über ihre Herkunft keine Gedanken. Ihre asiatischen Gesichtszüge sind sehr markant. In diesem Punkt unterscheiden sie sich von anderen Ecuadorianern. Letzten Endes ist dies der Schlüssel zur Beantwortung der Frage, welche Reisen tatsächlich stattfanden. Es geht nicht darum, wer den Schlüssel hat, sondern wer der Schlüssel ist. Wir tragen eine ganze Enzyklopädie in uns. DNA spielt bei der Überprüfung der nächsten Theorie bezüglich der Entdeckung Amerikas die entscheidende Rolle. Ein Test in Form von Fleisch und Blut. Wer hat Amerika wirklich entdeckt? Vielleicht waren es mehrere Menschen. Die Ureinwohner waren definitiv vor Kolumbus dort, ebenso die Wikinger. Wer aber noch? Es gibt mehr Geschichten über präkolumbische Reisen nach Amerika und zurück, als auf dieser Karte verzeichnet sind. Anders lassen sich Funde wie Kokain und Nikotin, Substanzen aus der neuen Welt, bei ägyptischen Mumien aus der Zeit um das Jahr 1000 vor Christus nicht erklären. Ebenso wurde Kupfer, das es in dieser Reinheit nur im nordamerikanischen Oberen See gibt, um 1400 vor Christus für Mittelmeerboote verwendet. Von den Chinesen im Jahr 1421 nach Christus bis zurück zu den Solutrianern 22.000 vor Christus geschahen etliche Dinge, die sich nicht bestreiten lassen. Wir müssen anfangen, die Geschichte aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Wir dürfen nicht länger alles aus der Perspektive von Kolumbus sehen. Wir müssen neuen Informationen gegenüber aufgeschlossen sein. Jeden Tag erfahren wir Neues, das unsere Theorien und Interpretationen ändert. Oft sind dies Dinge, die wir uns so nicht hätten vorstellen können. Die DNA-Analyse hat neue Möglichkeiten eröffnet. Damit lassen sich Reisen in die neue Welt bestätigen oder entkräften. DNA-Tests können Aufschluss darüber geben, wer vor Kolumbus auf dem amerikanischen Kontinent war. Nun beginnt die Suche nach menschlicher DNA, um nachzuweisen, dass eine Gruppe es definitiv geschafft hat. Chile im Jahr 2010, 518 Jahre nach Kolumbus. Zur gleichen Zeit ist Barack Obama der erste afroamerikanische Präsident der USA. Eine Reihe von Erdbeben erschüttert Haiti, Japan und die Türkei. Auch in Chile gibt es ein verheerendes Erdbeben. Doch diese wichtige Insel vor der Südküste, zu der Archäologe José Miguel Ramírez unterwegs ist, nimmt dabei kaum Schaden. Ich denke, dass Menschen vor Kolumbus kamen. Wir wissen, es waren die Polynesier. Sie segelten Richtung Osten und können dabei nur auf die Küste Südamerikas gestoßen sein. Das ist die Insel Mocha. Es ist gut möglich, dass Seefahrer aus Zentralpolynesien hier an Land gingen. Wir gehen zu dem Ort, an dem wir die ersten menschlichen Knochen mit polynesischen Merkmalen gefunden haben. Zwischen 1992 und 2003 grub ein Team von Archäologen auf Mocha vollständige Schädel, Oberschenkelknochen und andere Knochen aus der Zeit zwischen 1000 und 1300 nach Christus aus. Die Datierung erfolgte anhand ebenfalls gefundener Töpferwaren. Im Jahr 2008 ergab eine Analyse der Schädel polynesische Merkmale. Knochen verraten viel über Menschen. Die Schädelform lässt auf Polynesier schließen. Von hinten erkennt man ein Fünfeck.
Außerdem ist da noch der gebogene Kiefer, der nicht typisch amerikanisch ist. Die gebogene Form bedeutet, dass ein Hin- und Herwiegen zum Beispiel auf einem Tisch möglich ist. Bei Kieferknochen von Asiaten oder Europäern ist dies nicht möglich. Außerdem ist festzuhalten, dass ein Schädel große Ähnlichkeit zu einem anderen aufwies, der auf den Kanalinseln von Kalifornien gefunden wurde. Diese Inseln wurden von den Chumash bewohnt, deren Verbindung zu den Polynesiern bereits untersucht wurde. Es gibt bei den Chumash einige Dinge, die ursprünglich von den Polynesiern stammen könnten. Lederbezogene Boote und eine Reihe von Angelhaken. Angelhaken und linguistische Hinweise sind deutliche Hinweise. Nur eines von beidem wäre zu wenig. Bei den Chumash-Indianern werden bereits DNA-Analysen zur Bestimmung ihrer Herkunft durchgeführt. Dank der Analyse der mitochondrialen DNA wissen wir, dass die Chumash-Indianer anderer Herkunft waren als die Tongva-Indianer, die südlich von ihnen lebten, und als diejenigen, die weiter landeinwärts im kalifornischen Längstal lebten. Einen DNA-Beweis für die Verbindung zu den Polynesiern gibt es noch nicht. Es gibt einen speziellen einzigartigen Marker, der bei der mitochondrialen DNA der Polynesier entdeckt wurde. Die Forscher hoffen, dass dieser Marker bei neuen Knochenfunden auf der Insel Mocha zutage tritt. Funde aus den 1990er Jahren wiesen zwar polynesische Merkmale auf, DNA-Analysen konnten aufgrund unbrauchbarer Proben allerdings nicht durchgeführt werden. Wir müssen weitere Knochen finden. Das ist unser Ziel und der nächste Schritt bei dieser Untersuchung. Auf diesem Hügel siedelten sie vor etwa 1000 Jahren. 90% dieses Ortes sind erhalten und noch unerforscht. Es gibt hier noch viele Artefakte und anderes Material zu finden. Wir müssen Knochen von Menschen finden, um mit DNA-Analysen zu bestätigen, dass Polynesier hier waren. Der endgültige Beweis. Es sind Untersuchungen neuer Knochen geplant. José Miguel Ramírez geht davon aus, dass die Funde bestätigen werden, was er und eine immer größere Zahl von Wissenschaftlern vermuten. Wenn man sich bewusst macht, dass die Polynesier weite Teile des Pazifiks entdeckten, scheint es fast unmöglich, dass sie gewaltige Landmassen wie Süd- und Nordamerika übersehen haben sollen. Ich nehme an, dass die Polynesier irgendwann zwischen 1000 und 1200 nach Christus nach Südamerika kamen. Wir sind so gut wie sicher, dass die Polynesier vor Kolumbus nach Südamerika kamen. Die Wahrscheinlichkeit liegt wohl bei 99,999%. Es ist also nahezu unmöglich, dass das Gegenteil der Fall ist. Es gehört zur Aufgabe von Archäologen, unsere Ergebnisse einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Wir müssen die Geschichtsbücher neu schreiben. Viele Menschen wissen wahrscheinlich nicht mal, dass die Wikinger vor Kolumbus hier waren. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass in naher Zukunft ein neues Lance aux Meadows ausgegraben wird. In nicht weniger als einem Dutzend Kulturkreisen gibt es Geschichten über Seefahrer, die auf ihren Reisen Amerika entdeckt haben sollen. In der Archäologie erleben wir stets Überraschungen, die bisher Angenommenes erschüttern. Und das ist gut so. Das größte Museum der Erde befindet sich auf dem Boden der Ozeane. Es gibt etwa 3 Millionen Schiffswracks dort unten. Viele Geschichten müssen erst noch geschrieben werden. In den Geschichtsbüchern haben noch viele neue Kapitel Platz, die von uns als Spezies und von unseren Fähigkeiten erzählen werden. Über Land und Wasser kamen Entdecker in die neue Welt. Die Vergangenheit ist mit Hinweisen gesäumt, wer sie waren, wann sie kamen und wohin sie gingen. Nun gibt es die Möglichkeit, die Geschichte über die ersten Pioniere in Amerika gerade zu rücken. Es ist vielleicht nur eine Frage der Zeit, bis es nicht mehr heißt, wer entdeckte Amerika, sondern wer nicht. Wir fanden diese Steine und ich fragte mich, wie die perfekten Löcher darin wohl entstanden sind. 1972 tauchte Bob Maestro vor der Halbinsel Palos Verdes, 80 Kilometer von Los Angeles entfernt. Dabei entdeckte er ungewöhnliche Steine auf dem Meeresboden. Das Rätsel will ich lösen, bevor ich sterbe.
Welches Geheimnis bergen diese Steine? Könnten sie beweisen, dass Hui Shen vor 1500 Jahren nach Amerika segelte? Wissenschaftler versuchen, diese und weitere Fragen zu beantworten. Kam hier 1170 ein Prinz an? Oder 600 vor Christus ein Prophet? War Mobile im US-Bundesstaat Alabama eine antike Hafenstadt? Und entdeckte ein anderer die neue Welt, mehr als 20.000 Jahre vor Christoph Kolumbus? Am Meeresboden gilt es, ein Rätsel zu lösen. Diese großen, runden Steine, teilweise weit über 100 Kilogramm schwer, sehen den Steinankern chinesischer Schiffe aus der Zeit Christi auffallend ähnlich. Bob Maestrel, begeisterter Taucher und Mitbegründer des Sportausstatters Bodyglove, entdeckte die Steine 1972. Ich hoffe, dass wir das Geheimnis der Steine noch zu meinen Lebzeiten lüften, deshalb bin ich hier. Dies sind einige Ankersteine. Das ist der Originalstein, den ich fand. Er wiegt 130 Kilogramm. Wir brachten ihn an Land und fanden noch 35 bis 40 weitere Steine. Die Steine von Palos Verdes, die Maestrel-Steine, sind zweifelsohne verschiedene Ankerformen, und zwar Gewichtsanker sowie Patentanker. Mithilfe der sogenannten lithologischen Analyse untersuchte Archäologe Larry Pearson als einer der ersten die Steine. Dabei werden Mikrofossilien von bekannten Quellen mit denen in den Gesteinsproben der Anker verglichen. Wir versuchten, die Herkunftsorte der Steine zu bestimmen. Die Analysen ergaben, dass die Steine von der chinesischen Küste stammen. Dieses Ergebnis hat uns nicht überrascht. Die Art der Anker geht auf eine sehr frühe Periode zurück, vielleicht sogar bis auf die Han-Dynastie, um die Zeit Christi. Anker, ähnlich den Steinen, die Maestrel entdeckte, wurden jedoch nicht nur zu Lebzeiten Hui Shens verwendet, sondern auch bei chinesischen Junken des 19. Jahrhunderts. Dank der forensischen Petrographie lässt sich nun möglicherweise herausfinden, ob diese Steine tatsächlich antike chinesische Anker sind. Forensische Petrographen wie Scott Walter nehmen praktisch Autopsien an Steinen vor. Hoffentlich kommen wir zu einem Ergebnis. Wir werden sie analysieren. Wir ankern hier und versuchen, einige der Steinanker zu finden. Ray Ortiz hat die Steine bereits gesehen und gefilmt. Doch in den letzten Jahren wuchs hier immer mehr Seetang. Daher bleibt abzuwarten, ob er einen Anker finden kann. Wir suchen nach Steinen mit Löchern, durch die die Seile zur Befestigung liefen. Skeptiker halten daran fest, dass die Löcher in den Steinen natürlichen Ursprungs sind und möglicherweise durch Seeigel entstanden. Manche Leute behaupten, Seeigel hätten die Löcher verursacht. Das stammt nicht von einem Seeigel, so etwas schon. Seeigel werden etwa 100 Jahre alt, aber tiefer als so kommen sie nicht. Ich habe nicht den geringsten Zweifel, dass die Steine von Palos Verdes chinesische Anker sind. Doch wie alt sind sie? Ortiz taucht in die Tiefe. Der Ozean ist wegen eines Sturms noch aufgewühlt. Zusätzlich wird der Tauchgang durch den starken Seetangbewuchs erschwert. Man könnte jetzt nicht mal mit Scheinwerfern etwas finden. Es ist stockfinster da unten. Glaubst du, ein zweiter Versuch lohnt sich? Der Seegang ist sehr stark und der Boden aufgewühlt. Heute gibt es leider keinen Anker. Eine Enttäuschung. Scott Walter wird stattdessen einen bereits geborgenen Originalanker untersuchen. Das ist eine der Proben des Ankers. Das hier ist die Außenseite des Ankers. Und diese gebogene Fläche ist die Innenseite. Der Stein ist ein Dolomit. Schalen darin lassen darauf schließen, dass die kleinen Löcher von Meerestieren stammen. Wer oder was das innere Loch verursacht hat, ist dagegen unklar.
Ich sehe nichts, das definitiv auf Einwirkung durch den Menschen hindeutet. Es gibt kein Verwitterungsprofil, daher kann ich nichts über das Alter sagen. Ich kann nur annehmen, dass die Steine von Menschen bearbeitet wurden. Es gibt aber keine sichtbaren Hinweise. Dass die Natur dafür verantwortlich ist, kann ich mir nicht vorstellen. Schließlich gibt es Dutzende dieser Steine in einem Bereich, wo sie eigentlich nicht vorkommen. Daher gehe ich davon aus, dass Menschen im Spiel waren. Da müsste erst einmal jemand das Gegenteil beweisen. Von Menschenhand geformt oder nicht, dem nautischen Archäologen Delgado zufolge, können die Anker nicht aus dem 5. Jahrhundert stammen. Zu der Zeit, als Hui Shens Reisen stattgefunden haben sollen, könnte er nur an Bord eines arabischen Schiffes mit in die neue Welt gesegelt sein. Die Chinesen bauten damals majestätische Schiffe, die für die Fahrt auf Flüssen ausgelegt waren, nicht für das Meer. Die Araber waren damals die großen Seefahrer. Und auf einem arabischen Schiff wären sicher keine chinesischen Anker zu finden. Die arabische Dhow ist ein langes, schlankes Holzschiff mit Lateinersegeln, die sehr beweglich sind und den Wind besser einfangen können. Mit diesen Schiffen kann man schnell wenden, an der Küste entlang fahren und große Strecken zurücklegen. Die Dhowen erreichten Geschwindigkeiten von 8 bis 9 Knoten und befuhren den Indischen Ozean ab dem Mittelalter. Falls es sich hierbei also um chinesische Schiffsanker handelt und sie nicht von Hui Shens Reisen stammen, woher dann? Die Steine von Palos Verdes haben wahrscheinlich chinesische Fischerboote im 19. Jahrhundert verloren. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts fischten eingewanderte Chinesen mit ihren Junken vor der Küste Kaliforniens. Möglicherweise eine einleuchtende Erklärung für die dutzenden kringelförmigen Steine auf dem Meeresboden. Es gibt Beweise für und gegen die Theorie, dass die Chinesen vor Kolumbus in der neuen Welt waren. Aber die Suche nach dem wahren Entdecker führt noch weiter zurück. Überall in Amerika finden sich Hinweise darauf, dass die Kolonisation nicht vor Hunderten, sondern Tausenden Jahren begann. An beiden Küsten. Es stellen sich Fragen wie, wer kam, wer ging und wer blieb letztendlich? Wales im Jahr 1150 nach Christus, 342 Jahre vor Kolumbus. In Kambodscha wird die Tempelanlage von Angkor Wat fertiggestellt. In Paris die Sorbonne gegründet. In Snowdonia in Wales kommt Prinz Madoc Abbot Wayne Gwynedd zur Welt. Der Legende nach stach er mit 20 Jahren von Rose-on-Sea in See, um eigenes Land zu erobern. Die Legende, dass er nach Amerika segelte, hat ihren Ursprung in der Mythologie. Sie wurde von Generation zu Generation weitergegeben. Ein Großteil der walisischen Poesie, die vor der Zeit von Kolumbus darauf Bezug nimmt, enthält keine Hinweise, dass Madoc speziell nach Amerika segelte. Die Menschen wussten damals nichts von Amerika. Madoc war für sie ein tollkühner Seefahrer, der eine lange Strecke zurücklegte. Dass Madoc Amerika entdeckte, wurde erst Mitte des 16. Jahrhunderts Teil der Legende, als Königin Elizabeth I. zu beweisen versuchte, dass die Briten vor den Spaniern in Amerika waren. Bei der Überlieferung von Geschichten über Generationen wird gerne mal etwas ausgeschmückt oder geändert. So behaupten heutzutage sogar einige, Madoc sei mit einer Gruppe von Kolonisten im Jahr 1170 auf der Gwenangorn in See gestochen und bis zur Mobile Bay im heutigen US-Bundesstaat Alabama gesegelt. Falls Madoc diese Reise unternommen hat, dann wahrscheinlich mit einem angelsächsischen Schiff, das ähnlich robust gebaut war wie die Drachenschiffe der Wikinger. Angelsächsische Schiffe waren Klinker gebaut, bestanden also aus schweren, überlappenden Holzplanken. Der Legende nach soll Madoc Hirschhorn als Nägel verwendet haben. Eisennieten wären jedoch konventioneller gewesen. Sein Schiff hätte über ein Steuerruder und etwa 15 Paar Dollen mit 30 Rudern verfügt, um ungünstigen Winden zu trotzen.
In den 1950er Jahren ließ die Frauenvereinigung Töchter der amerikanischen Revolution in Mobile eine Gedenktafel anbringen, um an die Entdeckung Amerikas durch Madoc zu erinnern. Diese wurde jedoch wieder entfernt, zum Kummer der Alabama Welsh Association. Wir wollen Christoph Kolumbus die Entdeckung Amerikas 1492 nicht streitig machen. Aber wir wollen auch unser kulturelles Erbe kennen. Sie marschierten am Alabama River landeinwärts und am Coosa River entlang bis zu dem des Soda Falls. Hier bauten die Waliser eine Festung. Diese halb eingegrabenen Steine über den sogenannten Welsh Caves sind die einzigen Überreste der angeblichen Festung Madocs. Die Anhänger der Madoc-Theorie behaupten, der Grundriss ähnle dem des Dolvidellan Castle, Madocs angenommener Geburtsstätte. Ein Vergleich ist heute nicht mehr möglich. Die Reste der Burg gingen wohl im Fundament der neuen verloren. Dolvidellan wurde umgebaut, was einen Vergleich unmöglich macht. Außerdem bestehen Zweifel daran, ob Madoc überhaupt in Dolvidellan geboren wurde. Es gibt weder einen Beweis noch eine Legende, dass Madoc in Dolvidellan geboren wurde. Sein Neffe Llywelyn ap Iorwerth soll hier geboren sein, aber sicher nicht in dieser Burg. Er hat sie selbst erbaut. Falls er hier zur Welt kam, dann in einem kleinen Turm, der sich auf diesem Hügel in der Talsohle befand. Einige schreiben Madoc auch diese Stätte in Fort Mountain im US-Bundesstaat Georgia zu. Legenden der Cherokee zufolge wurde sie von Menschen mit blonden Haaren und großen Augen erbaut. Archäologen sind sich jedoch einig, dass sie von den Cherokee selbst stammt. Ob Madoc mit ihnen in Kontakt trat, ist unklar. Mit einem anderen Stamm wird seine Gruppe jedoch öfter in Verbindung gebracht. Sie sollen sich dem Stamm der Mandan angeschlossen haben. Die Mandan haben ihre Ursprünge im Ohio River Valley. Falls Madoc mit seiner Gruppe von Fort Mountain in Georgia aus in nordwestlicher Richtung weiterzog, könnte er auf den Stamm getroffen sein. Der Maler George Catlin, der eine Zeit lang mit den Mandan lebte, vermutete sogar, sie hätten sich vermischt. Bei der Porträtmalerei fielen ihm die europäischen Gesichtszüge der Menschen auf. Zudem bemerkte er Gemeinsamkeiten der Boote von Mandan und Walisern. George Catlin malte Bilder, auf denen Boote zu sehen waren, die dem walisischen Coracle stark ähnelten. Die Legende von den walisischen Indianern war bereits verbreitet, bevor Catlin 1833 mit ihnen lebte und sie malte. US-Präsident Thomas Jefferson hatte schon 30 Jahre zuvor von ihnen gehört und beauftragte die Lewis und Clark-Expedition 1804, bei der Erkundung des aus dem Louisiana-Landkauf gewonnenen Gebiets nach ihnen Ausschau zu halten. Diese Indianer sollten sogar walisisch sprechen. Falls Madoc und seine Männer sich mit den Mandan vermischten, ist es denkbar, dass sich dies in der Sprache niedergeschlagen hat. Einige Wörter weisen Ähnlichkeiten auf. In Mandan bedeutet das Wort Ti Haus. Das walisische Wort Ti bedeutet dasselbe. Das allein ist für Linguisten jedoch nicht ausreichend. Es gibt keinen linguistischen Beweis, obwohl manche dies behaupten. Ich habe das verfügbare Material analysiert. Es ist eher fadenscheinig. Ein DNA-Test von Mandan-Blut hätte zwar Aufschluss geben können, ob es eine Verbindung zu den Walisern gibt, doch dies ist nicht realisierbar. 1837 raffte eine Pockenepidemie bis auf 150 alle der damals 1600 Stammesmitglieder dahin. Heute existieren die Mandan als eigenständiger Stamm nicht mehr. Letzten Endes scheint es also keinen Beweis zu geben, dass Madoc in Amerika war. Doch nicht nur diese Zweifel untergraben die Theorie, auch die Gezeiten selbst. Die Route ist ziemlich unwahrscheinlich. Bei unserem Modell wird deutlich, dass es für langsam fahrende Schiffe fast unmöglich ist, zwischen Florida und Kuba westwärts zu fahren. Das Driftmodell zeigt, dass Prinz Madoc große Probleme gehabt hätte, den Anlegepunkt in der Mobile Bay zu erreichen. Ein Schiff wie die Gwen and Gorn hätte den starken Golfstrom zwischen der Südspitze Floridas und Kuba kaum überwinden können. Demnach hätte Madoc Puerto Rico, Jamaika und die Cayman-Inseln umfahren müssen, um in den Golf von Mexiko zu gelangen. Das hätte die Reise wesentlich verzögert. Die Reise von Wales nach Mobile hätte dann mindestens 300 Tage gedauert.
300 Tage für die einfache Strecke. Der Legende nach soll Maddox sogar zweimal nach Amerika gesegelt sein. Es gibt keinen archäologischen oder sonstigen Beweis, der diesen Teil der Geschichte bestätigt. Heutzutage halten die meisten Archäologen die Maddox-Theorie für eine Legende. Wir Archäologen in den USA versuchen, diese Theorien als falsch zu entlarven. Schließlich gibt es keine glaubwürdigen wissenschaftlich fundierten Beweise dafür. Terry Jones hat sich jahrelang mit einer Theorie beschäftigt, die seiner Meinung nach einer Entdeckung vor Kolumbus sehr viel näher kommt. Obwohl sie mehr Fürsprecher in der Wissenschaft hat, stellt sie trotzdem ein Karriererisiko dar. In den ersten 2 Jahren sprachen wir in der Öffentlichkeit gar nicht darüber. Auf der anderen Seite des Pazifiks entsteht im Jahr 1000 eine neue Gruppe, die Anspruch auf die Entdeckung Amerikas erheben könnte. Im Nordatlantik macht sich unterdessen einer der legendärsten Seefahrer aller Zeiten auf den Weg gen Westen. Polynesien im Jahr 1000 nach Christus, 492 Jahre vor Christoph Kolumbus. In China wird das Schießpulver erfunden. Und im Nordatlantik unternimmt der Wikinger Leif Erikson eine bedeutende Reise. In Polynesien haben Entdecker die Marquesas und die Hawaii-Inseln besiedelt. Sind diese mithilfe der Sterne auch nach Süd- und Nordamerika gesegelt? Die Polynesier waren sehr erfahrene Seefahrer. Wir wissen, dass sie zu allen Inseln im Pazifik segelten und das in kürzester Zeit. Polynesien erstreckt sich über eine Wasserfläche von mehr als 18 Millionen Quadratkilometern, 50 Mal so groß wie Deutschland. Es besteht aus weit über 1000 Inseln. Bis zum Jahr 1380 nach Christus hatten polynesische Seefahrer sie alle entdeckt und kolonisiert. Polynesien ist die größte Kulturregion der Welt, größer als Russland. Die Wasserfläche übersteigt die Landfläche um ein Vielfaches. Ich bin überzeugt, dass die Polynesier damals als Erste den größten Ozean der Erde besegelten und erforschten. Kaum jemand weiß, wer in der Seefahrtsgeschichte die besten Navigatoren mit dem geeignetsten Schiff waren. Die Polynesier mit ihrem Hochseekanu. Das polynesische Kanu oder Tepuke war gut 20 Meter lang. Der Doppelrumpf bestand aus Stämmen der Koa-Akazie, die mit der Dechsel, einem traditionellen Werkzeug, ausgehöhlt wurden. Teilweise wurden auch kleine Holzplanken zusammengebunden. Die Krebsscherensegel wurden aus Lauhala-Blättern geflochten. Knapp 500 Meter handgedrehter Kokosnussfasern dienten als Tauwerk. Dank unserer intensiven Recherchen kommt die Hokulea hinsichtlich ihrer Konstruktion dem Hochseekanu, mit dem damals Polynesien erforscht und kolonisiert wurde, wohl sehr nahe. Das ist die Hokulea, erbaut auf der Basis von Originaldokumenten. Das Segel und einiges andere sind modern, die Rumpfkonstruktion ist jedoch die gleiche. Als die Hokulea gebaut wurde, gab es kein anderes Hochseekanu. Der Nachbau basiert auf moderner Wissenschaft sowie kultureller und mündlicher Überlieferung. Die polynesische Kanu-Reisegesellschaft ließ die Hokulea in den 1970er Jahren zu Wasser, um zu untersuchen, ob Polynesien von den Inka aus Südamerika in Ost-West-Richtung besiedelt wurde. Diese Theorie wurde in den 1940ern erstmals vom Abenteurer Thor Heyerdahl aufgestellt. Er führte Steinstatuen wie auf der Osterinsel auf die Inka zurück. Um zu beweisen, dass diese Reise möglich war, baute er ein Floß, das Kon-Tiki, und segelte 1947 von Südamerika bis zum polynesischen Tuamotu-Archipel. Trotz des Erfolges wiesen Wissenschaftler seine Theorie zurück. Die indigenen Völker Südamerikas sind weder für hochseetüchtige Kanus noch für ihre Fähigkeiten als Seefahrer bekannt. Es ist also wahrscheinlicher, dass die Polynesier nach Südamerika gelangten. Die Polynesier konnten von Insel zu Insel über den Pazifik segeln. Als Proviant nahmen sie Pflanzen und Hühner mit. Letztere brachten sie möglicherweise nach Südamerika. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Hühner von Polynesien nach Südamerika gelangten. In Chile fand man interessante Hühnerknochen.
Als diese Knochen mit polynesischen Merkmalen in Südamerika ausgegraben wurden, waren sie sofort umstritten. Viele Wissenschaftler nahmen ursprünglich an, dass spanische Entdecker das Huhn im 16. Jahrhundert in Südamerika einführten. Die Radiokohlenstoffdatierung sollte jedoch das Gegenteil beweisen. Die Knochen sind präkolumbisch. Die Polynesier segelten nach Südamerika, ließen wahrscheinlich ein paar Hühner da, nahmen die Süßkartoffel mit und machten sich auf die Heimreise. Süßkartoffeln kommen ursprünglich nicht aus Polynesien, sondern aus Südamerika. Ein möglicher Hinweis. Hier haben wir ein paar Süßkartoffeln. Sie wachsen flach am Boden und sie blühen. Analysen verkohlter Süßkartoffelüberreste in Polynesien legen nahe, dass die Pflanze zu präkolumbischer Zeit dorthin gelangte. Die Süßkartoffel ist eine amerikanische Pflanze. In Zentral- und Südamerika wächst sie wild. Amerikanische Ureinwohner bauen sie seit Tausenden von Jahren an. Wir wussten, dass die Süßkartoffel hier ursprünglich nicht heimisch war. Das Wort für Süßkartoffel, Kumara, ist nicht polynesisch. Linguisten haben lange nachgeforscht, woher es kommt. Von einem ecuadorianischen Stamm, der intensiven Süßkartoffelanbau betrieb. Im Jahr 2000 analysierte er die Verwitterung von Mineralien in den Runen, um festzustellen, wann sie entstanden. Die Verwitterungsanalyse beweist, dass die Runen bis zur Entdeckung 1898 mindestens 200 Jahre alterten. Eine Fälschung aus dem 19. Jahrhundert ist also ausgeschlossen. Neben dem Ursprung der Runen bezweifeln die meisten Wissenschaftler, dass die Wikinger so weit ins Landesinnere vordringen konnten. Vom St. Lorenz-Golf aus, wo sich Lanceau-Meadows befindet, hätten sie durch die Lachine-Stromschnellen über die Niagara-Fälle und die großen Seen bis nach Kensington reisen müssen. Einige Wikinger-Schiffe waren mit Sicherheit klein genug, um sie tragen zu können. Falls die Wikinger hinter ihren großen Schiffen kleinere herzogen und genügend Besatzung hatten, ist es durchaus möglich, dass sie so weit ins Landesinnere vorstießen. Die Frage ist nur, wo sind die Beweise? Die Siedlung in Neufundland beweist eindeutig, dass die Wikinger vor Christoph Kolumbus in der neuen Welt waren. Unabhängig davon, ob der Runenstein echt ist und davon, ob ein echter Wikinger diese Münze verlor. Es ist jedoch möglich, dass selbst die Wikinger nicht als erste Europäer auf Amerika stießen. Könnte ein Missionar die Strecke 500 Jahre zuvor bewältigt haben? Fand er ein Land, von dem er nach seiner Rückkehr als Paradies berichtete? In 1492 entdeckte Kolumbus keine neue Welt. Die Polynesier waren möglicherweise schon im Jahr 1000 nach Christus in Kalifornien. Die Wikinger waren definitiv in Kanada, vielleicht sogar im heutigen Maine. Taten sie damit womöglich in die Fußstapfen der Iren? Irland im Jahr 530 nach Christus, 962 Jahre vor Christoph Kolumbus. Die Völkerwanderung geht langsam zu Ende. Und in Europa beginnt das Mittelalter. In Irland hat Brandon der Reisende auf der Dingle-Halbinsel eine Vision vom Paradies. Der Legende nach fand er es in Amerika. Brandon war ein Seefahrer durch und durch. Der Vorzeigenavigator des frühen Mittelalters. Brandon wurde 484 in Tralee im irischen County Kerry geboren und mit 28 Jahren zum Priester geweiht. Es heißt, er habe im Nordatlantik das Christentum verbreiten wollen. Außerdem soll er die Wikinger nach Grönland vertrieben haben, das damals von Eskimos besiedelt war. Weiter heißt es, Brandon der Reisende habe Amerika entdeckt, als er nach dem Terra Repremissionis Sanctorum suchte, dem Land, das den Heiligen versprochen war. Er ahnte, dass es eine Welt jenseits dieser Insel gab. Und so segelte er schließlich über den Atlantik nach Amerika. Die Reise des Brandon ist in der sogenannten Navigatio niedergeschrieben. In diesem Bericht wird von seiner Reise mit einer Gruppe von Mönchen erzählt,
auf der sie ein noch nie zuvor gesehenes Land mit atemberaubender Flora und Fauna fanden. Auf ihrem Weg erlebten sie demnach unglaubliche Abenteuer, weshalb viele die Glaubwürdigkeit der Geschichte in Frage stellen. Brandon und seine Mönche strandeten mit ihrem Schiff auf dem Rücken eines Riesenfischs, wahrscheinlich auf einem Wal, und versuchten dort Feuer zu machen, was dem Tier sicher nicht gefiel. Die meisten modernen Wissenschaftler halten die Navigatio ebenso wie die Geschichte des walisischen Prinzen Madoc für eine Legende. Beschreibungen von Schafen, die es auf den Färöerinseln gibt, und Vulkanen, die sich in Island finden, überzeugten jedoch einige Historiker davon, dass Brandon über eine Nordatlantikroute nach Amerika gelangte, ebenso wie später die Wikinger. Bei einem Vergleich sind die beiden Routen sehr ähnlich. Bei einer extrem günstigen Meeresströmung hätte die Reise etwa 180 Tage gedauert, wahrscheinlich aber länger. Sie hätten viel rudern oder großes Segelgeschick haben müssen. Der heilige Brandon soll mit einem Kurra gesegelt sein, bezogen mit eingeweichtem, genähtem Rindsleder. Die lederbezogenen Boote der Iren waren für lange Reisen geeignet. Man konstruierte zunächst den Holzrahmen und bezog ihn dann mit genähten Lederbahnen, damit kein Wasser eindrang. Ob Brandon der Reisende Amerika erreichte oder nicht, im 13. Jahrhundert zeichneten Kartografen sein sogenanntes Paradies in ihre Karten ein. Es heißt, Kolumbus selbst sei sehr an Brandons Reisen interessiert gewesen. Noch heute wird in Irland davon erzählt, wie er herkam, um etwas darüber in Erfahrung zu bringen. Kolumbus wusste von Brandon. Er kam nach Galway, um so viel wie möglich über ihn herauszufinden. Es ist eine belegte Tatsache, dass Kolumbus am Tag der Abreise in die neue Welt Folgendes sagte: Ich werde das versprochene Land des heiligen Brandon finden. Derartiges erwähnte der französische Schriftsteller und Historiker Ferdinand Denis im 19. Jahrhundert in seinem Buch Über die Wunder der Welt. Woher er seine Informationen nahm, ist ungewiss. Dass Kolumbus im Jahr 1492 auf Land stieß, genauer auf die Bahamas, steht außer Frage. Brandon könnte dagegen an der Küste des heutigen US-Bundesstaats Connecticut angelegt haben. Dieser Ort heißt Ganjiwomp. Hier finden sich allerlei Dinge, die man in einem christlichen irischen Ort zu Brandons Zeit vermuten würde. Auf einer Fläche von mehr als 40 Hektar bietet die Ausgrabungsstätte Ganjiwomp im US-Bundesstaat Connecticut Steinkammern, Wohnhäuser und gravierte Steine, die für einige auf Brandon hindeuten. Diese waren bereits hier, als englische Kolonisten die Gegend im 17. Jahrhundert besiedelten. Die Steinkammern wirken auf den ersten Blick sehr einfach. Unverwechselbare Merkmale deuten jedoch auf eine religiöse Verwendung hin. An der Frühjahrs- und Herbst-Tag- und Nachtgleiche dringen Sonnenstrahlen durch dieses Fenster und erleuchten die Kammer. Die Tage, an denen Sonnenlicht in diese Kammer dringt, sind für das frühe christliche Kirchenjahr der Iren von Bedeutung. Die Position der Sonne bei der Frühjahrstag- und Nachtgleiche kündigt Ostern an. Zwischen dem 6. und dem 10. Jahrhundert nach Christus waren nach der Sonne ausgerichtete Fenster wie in Ganjiwomp typisch für kleine irische Kirchen. Sie finden sich auch im Galerus Oratory auf der Dinkelhalbinsel. Die Ausrichtung ist Ost-West. Im Osten ist das Fenster und im Westen der Eingang. Die Steine wurden sorgsam ausgewählt, um dieses Gebäude zu konstruieren. Die Ausrichtung nach der Sonne und die Steinmetzkunst allein reichen als Beweise für einen Aufenthalt der Iren nicht aus. Doch diese Symbole könnten weitere Hinweise sein. Sie heißen Hiro oder Christusmonogramme. Mit Hilfe von Kreide werden sie sichtbar. Sie passen perfekt zur frühen christlichen Tradition Irlands und den Zeitraum von 500 bis 900 nach Christus. Ein Hiro ist ein uraltes religiöses Symbol. Es entsteht, wenn man die ersten beiden griechischen Buchstaben des Wortes Christus, Hi und Ro, übereinander legt. Einige nehmen an, dass die Iren sie zu Lebzeiten Brandons anfertigten. Dies lässt sich nicht beweisen, da keine genaue Datierung möglich ist. Es wurden jedoch Überreste von Kohle gefunden, die auf das Jahr 556 nach Christus datiert werden. Jemand machte damals also Feuer, aber wer? Ist ungewiss.
Falls die Iren hier waren, so hinterließen sie keine Spuren ihrer Ogham-Schrift. Anderswo in Amerika könnten sich diese dagegen finden. Ogham-Schrift fand sich an Denkmälern oder diente als Landmarkierung. Auf den ersten Blick sehen Ogham-Zeichen wie willkürliche Striche aus. Man kann sie jedoch in das lateinische Alphabet übersetzen. Diese Striche findet man in ganz Nordamerika, in den USA und in Kanada. Diese befinden sich im Buckhorn State Park im US-Bundesstaat Kentucky. In der Mitte könnte man Striche als altkeltisch lesen. Das würde heißen, wir sind eine Gruppe von Menschen, die hinüberreisen. Das könnte über die Appalachen oder über das Meer bedeuten. Die Frage ist, ob es sich hierbei wirklich um Ogham-Zeichen handelt. Manche kann man als altkeltisch lesen, manche als Algonkin. Sie sehen sehr ähnlich aus. Die meisten US-Wissenschaftler halten die Zeichen nicht für echt. Ein irischer Experte könnte uns vielleicht helfen und uns sagen, ob sie einen Sinn ergeben. Ohne eindeutige Funde oder Beweise für die Anwesenheit von Iren im Amerika des 6. Jahrhunderts bleibt die Geschichte um Brandon, den Reisenden, wohl eine Legende. Archäologen untersuchen Überreste. Wir suchen nach Beweisen, die Mythen bestätigen oder entkräften. Bezüglich der Brandon-Reise haben wir keine Beweise gefunden. Brandon starb im Jahr 577 und nahm das Geheimnis um sein Paradies mit ins Grab. Er war im Auftrag seines Glaubens unterwegs und wollte diesen verbreiten. In dieser Hinsicht ähnelt er anderen, die vielleicht schon vor ihm nach Amerika kamen. Eine Reise von Hebräern nach Amerika vor der Geburt Christi ist die Basis einer ganzen Glaubensgemeinschaft. Können Blutproben nun belegen, dass sie nicht nur dort waren? Auf die Frage, wer Amerika als Erster entdeckt hat, erhält man meist die Antwort Christoph Kolumbus. Über Jahrhunderte hinweg stand es so in den Geschichtsbüchern. Doch diese lagen falsch. Bei einer Reise in die Vergangenheit finden sich Geschichten von Entdeckern, die tausende Jahre zuvor auf die neue Welt stießen. Auf einer Karte wirken ihre Seefahrtswege wie eine Invasion, deren Beginn nicht nur vor Christoph Kolumbus, sondern sogar vor Christi Geburt liegt. Es ist schwer zu verstehen, warum die Menschen so sehr auf Kolumbus als Entdecker Amerikas fixiert sind. Reisen über den Pazifik oder den Atlantik waren in der Vergangenheit nicht so schwer, wie man meint. Menschen sind von Natur aus rastlos und wissbegierig. Nun werden die Schiffe von damals nachgebaut, alte Schifffahrtswege untersucht und Artefakte und Blutproben analysiert, um eines der größten Geheimnisse der Menschheitsgeschichte zu lüften. Wer waren die wahren Entdecker Amerikas? Jedes Schulkind kennt Kolumbus als Entdecker Amerikas, der neuen Welt. Diese Behauptung wird nun hinterfragt. Neuere Indizien legen nahe, dass Amerika schon lange vor Kolumbus' Zeit eine Art großer Durchgangsbahnhof war. Die Vorstellung, Kolumbus habe die neue Welt entdeckt, ist ein Mythos wie viele andere. Daran zu zweifeln ist, als sage jemand, die Erde sei eine Scheibe. Es besteht kein Zweifel, dass das Land zu Zeiten Kolumbus bereits von Ureinwohnern bevölkert war. Die Beringia-Landbrückentheorie besagt, dass deren Vorfahren vor etwa 14.000 Jahren während der letzten Eiszeit über eine Landbrücke von Asien nach Nordamerika kamen. Kolumbus erntete die Anerkennung für die Entdeckung der neuen Welt nur, weil sie nach Meinung der Europäer reif zur Erschließung war. Kolumbus läutete eine neue Ära wirtschaftlicher Ausbeutung ein. In der Folge entstanden dank der Lieferungen aus der neuen Welt neue Märkte in Europa. In der Heimat wurde Kolumbus für seinen Erfolg bewundert und Historiker schrieben ihm die Entdeckung Amerikas zu. Aber heute wird die Geschichte neu betrachtet, angefangen auf der anderen Seite der Erde. China im Jahre 1421, 71 Jahre vor Christoph Kolumbus. Die Azteken kontrollieren Zentralamerika. Und Jeanne d'Arc wird französische Heere bald im Hundertjährigen Krieg anführen.
In China regiert die Ming-Dynastie. Unter Kaiser Zhu Di errichtet Admiral Zheng He eine beeindruckende Schiffsflotte. Die Chinesen waren um 1400 die größte Seemacht der Welt. Sie hatten eine Flotte beeindruckender und prachtvoller Schiffe. Diese Schiffe waren aufgrund ihrer Schottbauweise praktisch unsinkbar. Die größten Schiffe von Zheng He sollen 120 Meter lang und für 1400 Tonnen Fracht sowie eine 500-köpfige Besatzung ausgelegt gewesen sein. Dank eines Gefolges dutzender kleinerer Versorgungsschiffe wirkten sie noch eindrucksvoller. In den Schiffsrümpfen wurden Hühner gehalten und lebende Fische. In Behältern wuchsen Reis- und Bohnensprösslinge voller Vitamine. Hätten sie es gewollt, sie hätten überall hinfahren können. Bewiesenermaßen reiste Zheng He mit seiner Flotte vom chinesischen Nanjing aus nach Sumatra, Indien, Iran und an die Küste Afrikas, um Außenbeziehungen aufzubauen und Handel zu treiben. Warum aber hätte er nicht weiter segeln sollen? Diese seltsam anmutende Karte des berühmten Kartografen Fra Mauro von 1459 könnte belegen, dass die Fahrten viel weiter gingen. Das auf der Karte der Atlantik abgebildet ist, sagt mir, dass die Chinesen lange vor Kolumbus Afrika umsegelten. Die Karte mag uns verkehrt herum erscheinen, aber sie zeigt deutlich eine chinesische Dschunke, die um das Jahr 1420 die Südspitze Afrikas umsegelt. Das Schiff soll 4 Masten gehabt haben und der Kurs mit Hilfe von Sonne und Sternen durch einen Astrologen bestimmt worden sein. Diese Beschreibung kommt den Schiffen von Zheng He sehr nahe. Ein Nachbau ist im chinesischen Nanjing zu sehen, wo Zheng He damals in See stach. Aus Aufzeichnungen geht hervor, dass er über die ganze Welt nach Amerika und Afrika geschickt wurde. Laut Karte segelte das Schiff 3200 Kilometer auf den Atlantik hinaus. Wohin ist nicht vermerkt. Doch könnte Zheng He in seinen Berichten über die Entdeckung Amerikas geschrieben haben? Wir legten mehr als 100.000 Li über gewaltige Wasserflächen zurück und in weiter Ferne sichteten wir barbarische Gefilde. 100.000 Li entsprechen 50.000 Kilometern, in etwa die Strecke von Nanjing nach Amerika und zurück. Schriftsteller Gavin Menzies zufolge finden sich Hinweise auf die Fahrt vor Bimini, einer Inselgruppe der Bahamas. Jemand war vor sehr langer Zeit dort und baute etwas. Meiner Meinung nach eine Anlegestelle und eine Helling. Auf 800 Metern Länge sind Kalksteinblöcke unter Wasser aneinandergereiht. Diese Anordnung trägt den Namen Bimini Road. Die meisten Geologen gehen von einer zufälligen Formation durch Mutter Natur aus. Gavin Menzies vermutet jedoch, dass die Chinesen hier eine Art Trockendock bauten, um ihre Schiffe zu reparieren. Ließe man 100 Menschen über diese Formation schwimmen, würden sicher 99 sagen, dass sie von Menschen geschaffen wurde. Auch wenn ich völlig daneben läge, würde es aufgrund der vielen anderen Hinweise keinen Unterschied machen. Es scheint, als gäbe es Beweise dafür, dass Zheng He bereits vor 1421 nach Amerika segelte. Ich war mir sicher, dass man eines Tages eine vollständige Karte der Welt entdecken würde. Eine chinesische Karte. Und das hat man. Sie stellt die ganze Welt exakt dar. Diese Karte ist das Ergebnis der Reisen Zheng He's zu den Barbaren. Die Person, die 1763 diese Karte anfertigte, vermerkte darauf, sie sei eine Kopie einer Karte von 1418. Chinesische Aufzeichnungen belegen, dass Zheng He und seine Flotte damals bereits bis nach Afrika gelangten. Dies wäre die allererste Weltkarte. Herkunft und Echtheit sind noch ungeklärt. Doch sie kann nur von einem erfahrenen Navigator stammen. Jemandem, der die amerikanische Küste entlang reiste. Die Chinesen konnten die Positionen der Sterne und Planeten von Sonne und Mond vorhersagen. Sie konnten mühelos exakt vorhersagen, wann sie wo auf- oder untergehen würden. Zheng He navigierte mit Hilfe astronomischer Beobachtungen. Ist es denkbar, dass ein buddhistischer Mönch mit derselben Technik bereits 1000 Jahre früher
nach Amerika reiste. China im Jahr 455 nach Christus, 1037 Jahre vor Christoph Kolumbus. In Europa verschwinden nach Attilas Tod die Hunnen von der politischen Landkarte. Und in der Wüste in Peru entstehen mysteriöse Scharbilder, die Nazca-Linien. In China sticht ein buddhistischer Missionar namens Hui Shen in See. Er segelt zu einem Land, das er Fusang nennt. Einige halten es für Amerika. Nach seiner Rückkehr beschreibt Hui Shen das Land sehr ausführlich. Seine Angaben über Pflanzen und Menschen lassen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Mexiko schließen. Im Buch von Liang ist verzeichnet, dass Hui Shen 20.000 Li, also 10.000 Kilometer, über das Meer segelte. In etwa die Entfernung zwischen China und Kalifornien. Für das Jahr 455 nach Christus war das eine gewaltige Distanz. Doch mit Hilfe der Meeresströmungen wäre sie überwindbar gewesen. In den westlichen Teilen der Ozeane und am Äquator gibt es starke Strömungen. Bereits in der Antike machten Seefahrer sie sich zunutze. Dr. Peter Nieler ist Experte auf dem Gebiet der Meeresströmungen. Er hat die heute gebräuchlichen Driftkörper mitentwickelt. Dieser Teil treibt an der Wasseroberfläche und kommuniziert mit einem Satelliten. Dieser Teil hier ist ein ausziehbarer Schlauch. Dieser befindet sich in 14 Meter Tiefe und nimmt die Strömungen auf. Diese Informationen werden an den Schwimmkörper übertragen und weiter an einen Satelliten. Heutzutage schwimmen rund 1300 dieser Driftkörper in den Weltmeeren. Sie liefern genaue Daten über Strömungen und Phänomene wie die Göhren, ozeanische Wirbel, in denen sich Müll sammelt, die aber auch Schiffen zum Antrieb dienen. Erstmals werden nun Driftkörper zur Ermittlung des wahren Entdeckers Amerikas eingesetzt. Dr. Nikolai Maximenko ist ein physikalischer Ozeanograph, der mit Nielers Driftkörpern die wahrscheinlichsten Schifffahrtswege der Seemänner berechnen will, die Amerika vor Kolumbus entdeckt haben sollen. Seemänner wie Hui Shen. Maximenko zufolge wäre dieser 270 Tage lang unterwegs gewesen. Die schnellsten Routen sehen wir hier. Das ist die von China nach Kalifornien und diese zurück von Kalifornien nach China. Falls der chinesische Seemann diese Route wählte, konnte er die Meeresströmungen optimal nutzen. Möglicherweise gibt es handfeste Beweise für die Fahrt. In der Nähe von Los Angeles. Es steht definitiv fest, dass der Mensch die präkolumbische, die präeuropäische Süßkartoffel nach Polynesien brachte. Auf natürlichem Wege wäre das Wort für die Kartoffel nicht überliefert worden. Es gibt sogar Hinweise darauf, dass die Polynesier noch weiter nördlich waren, in den heutigen USA. Nahe Santa Barbara in Kalifornien bauten die Chumash-Indianer mindestens seit dem Jahr 1000 nach Christus Kanus wie dieses aus zusammengebundenen Planken. Sie nannten es Tomolo'o. Linguisten zufolge sprachen die Chumash so das polynesische Wort für das gleiche Boot aus, Tumura'au. Da sie bei der Aussprache Probleme hatten, kam Tomolo'o heraus. Das klingt in Chumash normal. Es wird vermutet, dass die Chumash das Wort Tomolo'o ab dem Zeitraum zwischen 500 und 1200 nach Christus verwendeten. Doch nicht nur die Bezeichnung des Kanus ist bedeutsam, sondern auch dessen ungewöhnliche Konstruktion. In die fertigen Planken wurden Löcher gebohrt, und zwar an den Seitenrändern. Dort wurden sie mit Tauwerk aus Pflanzenfasern zusammengebunden. Diese Technik ist überall in Polynesien verbreitet. Sie findet sich nur an zwei Orten in der neuen Welt, und zwar an der Küste Südkaliforniens und Chiles. Neben Bezeichnung und Konstruktion gibt es noch weitere Hinweise. Angelhaken. Das ist Dr. Yoshihiko Sinoto. Er hat Angelhaken im kompletten Pazifikraum untersucht. Vor der Insel Santa Catalina bei Los Angeles fand er mehrere primitive Exemplare.
Diese Formen haben Ähnlichkeit mit alten tahitianischen Angelhaken. Die Angelhaken ähneln tahitianischen, die um das Jahr 1000 nach Christus hergestellt wurden. Angeln wäre eine Möglichkeit der Nahrungsbeschaffung auf der 6500 Kilometer weiten Reise aus dem Herzen Polynesiens bis nach Kalifornien. Was aber sagt Dr. Maximenko auf Basis von Strömungskarten dazu? Eine polynesische Expedition von den Cookinseln bis nach Santa Barbara in Kalifornien hätte knapp 300 Tage gedauert. Wenn sie die nötige Kraft zum Rudern hatten, wäre die Reise durchaus möglich. Es ist belegt, dass die Polynesier 2.000 bis 3.000 Kilometer auf offener See zurücklegten, ohne zu wissen, ob sie etwas entdecken würden. Man muss sich bewusst machen, dass es sich dabei explizit um Entdeckungsreisen handelte, keine Auswanderungen oder Ähnliches. Es ist schon beeindruckend, wenn man den Seefahrtsweg über den Südpazifik gegen die Passatwinde aus Asien bis nach Südamerika bedenkt. Immer gegen den Wind. Es ergibt aber durchaus Sinn. Es wirkt unlogisch, gegen den Wind zu segeln, um Land zu finden. Segelt man aber mit dem Wind und findet kein Land, gestaltet sich die Rückkehr sehr schwierig. Nach Osten zu segeln ist also sicherer. Die polynesischen Expeditionen zeigen auf, was allen präkolumbischen Erforschungstheorien zugrunde liegt. Dass der Ozean leichter zu überqueren war als angenommen. Wasser ist kein Hindernis für den Menschen. Wenn sich zwischen zwei Bevölkerungsgruppen hingegen Berge befinden, können diese trotz geringer Entfernung sehr isoliert sein. Wasser dagegen ist eher ein Verbindungsglied als ein Hindernis. Und die frühen Seefahrer hatten eine sichere Methode, um Land zu finden. Sie folgten einfach den Vögeln. Sie folgten Vögeln bis hinter den Horizont, um zu sehen, wo sie herkamen. Dort musste es eine Insel geben. Wenn sie den Vögeln folgten, stießen sie mit etwas Glück auf einen Kontinent. Wir müssen einfach anerkennen, dass einige dieser Völker beeindruckende Fähigkeiten hatten. Wenn nicht die Polynesier im Jahr 1000 nach Christus Nordamerika entdeckten, dann jemand anders. Eine Siedlung auf der kanadischen Insel Neufundland liefert den Beweis, dass die Wikinger es schafften. Doch waren sie auch in den heutigen USA? Und waren die USA bereits die neue Heimat für Israeliten, die Amerika mehrere Jahrhunderte zuvor entdeckten? Das Jahr 1000 spielt bei dem Mysterium um die Entdeckung Amerikas eine wichtige Rolle. Die Polynesier waren vielleicht in Amerika, die Wikinger definitiv. Skandinavien im Jahr 1000 nach Christus, noch 492 Jahre bis Kolumbus. Die Wikinger erforschen den Nordatlantik. Es war nur eine Frage der Zeit, bis sie Nordamerika erreichten. Der Grönland-Saga zufolge segelte Leif Erikson von Grönland aus in die neue Welt, um diese zu erforschen. Leif Erikson war der Sohn von Erik dem Roten, der die erste skandinavische Siedlung in Grönland gründete. Wie sein Vater war auch er ein Abenteurer. Bjarni Herjulfsson erzählte ihm von unerforschtem Land westlich von Grönland. Erikson scharte eine Gruppe von 35 Männern und Frauen um sich, kaufte Herjulfssons Schiff und stach in See. Wikingerschiffe wurden Klinker gebaut, wie robuste Ruderboote, also mit überlappenden, vernagelten Planken. Sie waren sehr stabil. Diese sogenannte Knorr waren gut 15 Meter lang und konnten mühelos 20 Tonnen Fracht befördern. Je nach Länge war eine Geschwindigkeit von etwa 13 Knoten möglich. Dank subpolarer Meeresströmungen im Nordatlantik war es Leif Erikson und seiner 35-köpfigen Besatzung wohl ein leichtes, nach Amerika zu fahren. Man muss nur von Europa nach Grönland übersetzen und dann der Küste folgen. Meiner Meinung nach würde das um die 250 Tage dauern.
Dies ist die Wikinger-Siedlung in Neufundland, die Leif Erikson zugeschrieben wird. Sie heißt Laws o' Meadows und wird auf das Jahr 1000 nach Christus datiert. Dieser Ort ist der unumstrittene Beweis, dass die Wikinger in Nordamerika waren. Skandinavischen Sagen zufolge drangen sie aber noch weiter vor, zu einem Land namens Vinland. Laws o' Meadows ist in gewisser Weise das Eingangstor nach Vinland. Vinland bedeutet entweder Land der Weintrauben oder Land der Weiden. Auf Laws o' Meadows trifft weder das eine noch das andere zu. Daher muss es anderswo noch eine andere, größere Siedlung geben, die möglicherweise einen seltsamen Fund erklären könnte. Walnussschalen und Walnussholz wurden hier gefunden. Sehr untypisch für die Gegend um Laws o' Meadows. Diese Art Walnussbaum ist in Südostkanada und an der Ostküste der USA heimisch. Außerdem wurde 1957 im US-Bundesstaat Maine eine wichtige Entdeckung gemacht, die Aufschluss über Vinland geben könnte. Der einzige Beweis dafür, dass die Wikinger in den heutigen USA waren, ist eine norwegische Silbermünze, die in Brooklyn im US-Bundesstaat Maine gefunden wurde. Sie wird auf das späte 11. Jahrhundert datiert, als König Olaf III. Regierte. Es ist eine Tatsache, dass diese Münze gefunden wurde. Sie könnte von jemandem dort platziert worden sein, aber sie ist ein echtes nordisches Artefakt, das an der Küste Maines gefunden wurde. Wir wissen nicht, ob die USA Vinland sind. Wir wissen, dass Laws o' Meadows ein Basislager war und die Wikinger von dort aus landeinwärts zogen. An der Ostküste befinden sich noch weitere möglicherweise nordische Artefakte. Diese Steine mit eingeritzten Runen eines frühen germanischen Alphabets namens Futhark wurden halb eingegraben am Spirit Pond in Maine gefunden, etwa 240 Kilometer von der Münze entfernt. Während die Münze in Fachkreisen als echtes Artefakt aus der Zeit der Wikinger anerkannt ist, werden die Steine als Fälschungen angesehen, da sie sich von traditionellen Runensteinen in Skandinavien unterscheiden. Runen finden sich normalerweise auf offenen, sichtbaren Steinen. Sie wurden nicht in kleine Steine geritzt, die gar vergraben wurden. Meiner Meinung nach hat hier jemand versucht, Fälschungen zu platzieren. Weitere Runensteine wurden noch weiter im Landesinneren gefunden. Der bekannteste ist der Runenstein von Kensington, den ein Landwirt 1898 im US-Bundesstaat Minnesota entdeckte. Darauf ist von 8 Goten und 22 Nordmännern auf Entdeckungsfahrt von Vinland nach Westen im Jahr 1362 die Rede. Außerdem werden 10 Männer erwähnt, die rot von Blut und Tod gefunden wurden. Die meisten Gelehrten kritisieren am Runenstein von Kensington, dass weder die Runen, noch der Stein, noch die Ritzung, die Formel oder die Botschaft mit denen skandinavischer Runensteine aus jener Zeit übereinstimmen. Ein weiteres Indiz. Von den genannten 10 Toten fehlt jede Spur. In den 1980er Jahren suchten Archäologen nach ihren Überresten. Bei unseren Untersuchungen ergab sich das Problem, dass jegliche Anzeichen auf Begräbnisse fehlten. Hätten wir Gräber gefunden oder gäbe es Überlieferungen dazu, hätte uns das weitergeholfen. Dass nichts gefunden wurde, heißt nicht zwangsläufig, dass nichts existiert. Geologe Scott Walter will den Beweis dafür gefunden haben, dass der Stein keine Fälschung aus dem 19. Jahrhundert ist.